Thank you.
sagen wir Hallo und oh, es hängt ein Schiff hier. Hallo und herzlich willkommen. Moin. Schön, dass ihr reinschaut. Wir spielen Nemesis Co-op. Gucken mal, wie das so funktioniert und ob das funktioniert. Genau. Habe ich noch nie gespielt, aber auch gerade so zum Regelverfestigen schadet es auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt. Und jetzt wird es nicht kleiner. Ich habe immer noch Musik im Hintergrund. Ja, jetzt habe ich mich im Hintergrund, auch nicht so angenehm. Moin, schön, dass ihr reinschaut. Zack. Zack. So, ich spiele diesmal den Xenobiologist, der einzige, den wir im letzten Mal nicht hatten. Ich fange im Repository an. Da starte ich auch. Mich hast du. Nee, mich habe ich noch nicht. Oh, Entschuldigung. Okay, genau. Nee, du wärst hier. Ich muss mal ganz kurz so ein bisschen wissen, wie du aussehen könntest. Ja, ich habe so einen Arm über dem Kopf. So einen Metall, so einen mechanischen Arm. So einen mechanischen Arm. Ah, sehr gut. Habe ich hier. Das, ne? Und ich stehe da schon und bin schon ausgerüstet, denn ich spiele wieder den Janitor. Der hat ja letztes Mal ganz erfolgreich nicht funktioniert. Dann gucken wir mal, ob wir das diesmal besser hinkriegen. Ja, haben wir schon, also das wissen wir, aber danke für den Hinweis. Wer schreibt was? Mit den Regeln, was ein Spartakus. Ah, Spartakus schon wieder da? Nee, war da, musste weg. Aber das haben wir am Ende, das war das, was ich mir gemerkt habe. Wenn Gefahr, dann erst rüber, Alien, und wenn nicht, dann ganz viel Neues. Genau, richtig. So, dann legen wir mal los. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir zockeln ein bisschen, aber nicht so lange, weil wir müssen heute noch Listen für euch drehen. Erst nur ein. Also Karl und ich werden eine Liste für euch drehen und Flo wird daneben sitzen und dumme Sprüche machen. Absolut, das habe ich vor. Das wird großartig. Wir feiern nach unserem Konzept, wie wir das hier zu dritt rocken, aber wir haben da unterschiedliche Auffassungen. Vor allem, Flo dachte sich, er hätte sich ein Konzept überlegt, das viel schneller geht. Ja. Wir darauf hingewiesen, nee, wenn wir das machen wie du, dann dauert das ist viel einfacher, aber letztendlich, ich bin nur hier, um zu spielen, also daher ab und zu ein bisschen über Sachen zu erzählen. So, wir dürfen, apropos über Sachen erzählen, wir dürfen 5 Karten ziehen, jeder. Ja, ich habe gar keine Karten, doch hier. Was habe ich denn? Man hat immer ein Starting-Item, ne? Ja. Starting-Item ist der Probe-Arm. 3 von 3 Uses. Oh, unsere Karte fehlt noch, wo mit Tassen und sowas, die haben wir gerade noch nicht gezogen. Die müsste doch irgendwo bei dir noch. Die habe ich auch schon noch hingelegt, die sind da. Ach, das ist die Möglichkeit. Meine Güte, alles ist schon hier. So, bitteschön. Starting-Items haben wir. Genau, wir haben zusammen ein Ziel. Wir wollen zusammen gemeinsam überleben. Und hier sind unsere beiden Missionsziele. Und zwar, ich kann das erste Mal vorlesen. Der Codebreaker. Wir müssen das Signal senden. Und wir müssen das Spiel beenden mit keinen von diesen Contingency-Tokens. Das sind also diese, sagen wir, Marker, die uns darauf hinweisen, wen die Corporation oder wie die Corporation uns nachher ins Leben bringen möchte. Und da darf keiner in der neutralen Zone sein. Die können wir mit 2 Karten pro Aktion hier rausziehen. Okay, das einfach nur hinstellen, abfahren, dann fertig. Genau, müssen wir aber wissen, damit wir nicht so drauf gehen wie das letzte Mal. Und wir haben noch Insider Knowledge. Es muss mindestens ein Charakter das Spiel beenden mit einer Larve auf dem Charakterboard. Das ist ein bisschen eklig. Mhm. Oder finish the game with Knowledge 8 and send the signal. Also wir können einfach beide das Signal senden. Müssen noch ein bisschen gucken, wo es ist. Aber das wird schon. Moin Steffen, moin Tulutul, moin Ralf, hallo. Ja, es geht los. Wir haben eine Verwundbarkeit gegen Feuer, Flammenwerfer können wir gleich bauen, sehr gut. Dann gibt es eine zusätzliche Wunde. Ich habe noch hier den Overmind. Oh, klingt gut. Mhm. Den kann ich bauen. Ich mache das mit den 8 Knowledge. Oh, schön, ja. Activate this item when you pass and have 8 Knowledge. Okay, oh, ja gut, fangen bei 1 an. Das heißt, wir müssen ein bisschen was, ne? Choose any intruder on the board, even in a room without a character, move the chosen intruder through a chosen corridor, then flip this card over to the quest side. Dann machen wir doch den Plan, dass ich jetzt quasi erstmal hier runtergehe und probiere, das Backup-Power-System zu starten, ne? Also genau. Wir haben ja Licht hier bei uns. Das kann ich quasi einmal auf Runde machen. Ich kann einmal auf Runde sagen, tschüss, der Alien geht weg. Das klingt jetzt nicht so mächtig, aber hin raus kann das mächtig werden. Schon ganz mächtig sein. Ich gehe mal hier rüber in den Raum. Ja? Ja. Gut. Und drehen wir um. Ja, Flammen. Super. Sehr Flammen. Gut. Finde ich als Janitor ja immer gut. Hatten wir ja schon mal die letzten Runden. Und es ist ein Testing Lab. Super. Ja, schön. Im Testing Lab kannst du, wenn du Knowledge 4 hast, den Neutralizer nehmen. Oh, ist so beruhigend, dass ich nicht denken muss, was plant Flo jetzt gerade umzubringen. Das ist schon okay. Auch, also Co-op mag ich das Spiel jetzt schon sehr. Wir spielen natürlich nachher, das weiß Ben jetzt noch nicht, aber wir spielen natürlich nachher noch nachher entdeckt Flo seine Traitor-Karte. Schade. Keine Runde Food Chain, keine Sorge. Hast du das Video gesehen? Ja. Ich hab's gesehen und darauf was bezogen, genau.
Du hast jetzt mal gucken, ne? So. Ja, 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 ich war leicht überrascht. Und dann so, oh oder nein? Die Freude war ganz kurz da, aber ich dachte, ja, das kann er nicht ernst meinen. Ne? Ich habe auf den Kalender geguckt. Nee, 1. April. Ist noch nicht. Ne? So, dann würfel ich mal den Neues, machen wir den Neues-Wurf. Eine 4. Haben wir schon hier eins enthüllt? Nee, auch stimmt. Wir haben eins wird ja uns einen enthüllt. Kill all who did not send the signal. Okay, super. Das ist schon mal raus. Also senden wir das Signal. Ja, gut, das hilft uns ja gar nicht weiter. Genau. Das Signal, das ist, aber wir brauchen es gar nicht senden, oder? Doch, wir müssen es hier senden. Ja, ja, wir müssen es beides. Also hier ist ein neues Marker, weil ich eine 4 gewürfelt habe. Mhm. Ne? Und dann machen wir mal den zweiten Zug. Und zwar gehe ich nochmal hier rüber. Zack. Und da ist nichts. Da würfel ich dann nochmal den neues Marker. Und dann kommt hier einer hin. Und damit bin ich fertig. Oh, ich habe Pheromone. So. Gucken wir mal ganz kurz, was wir noch im Testing Lab machen können. Wir können ja auch mal, wir wollen dieses Spiel ja wirklich mal richtig lernen, ne? Weil ja. es scheint wirklich ein gutes Spiel zu sein. Ja. Also ich brauche auf jeden Fall Wissen für meine Sachen. Das Testing Lab. Ja, das Testing Lab hilft uns leider nur, wenn wir Knowledge 4 haben. Dann kriegen wir da den Neuschulseiser. Sonst hilft uns das überhaupt gar nicht weiter. Wir können aber mit dem Computer, der hier ist, können wir eine Computer-Action machen. Und mit dieser kannst du einen Raum dir auswählen und deinen Fire-Marker weg abwerfen. Und alle Retreaters in that room are retreat. Oder du kannst 2 Power-Tokens bewegen. Oder peek at all contingents of another. Ja, das klappt hier nicht. Dann darfst du dir alle Contingents-Marker angucken. Oder wenn man sie ausspricht, von einem anderen Charakter. Aber wir haben hier keine. Ich werde alle Larven, die wir finden, per Hand killen. Ja? Ja. Ich kriege nämlich pro Larve, die ich entferne. Okay. Wenn ich mindestens eine Larve entferne, kriege ich ein Knowledge. Ja. Mit meiner Rushed Analysis. Warum nicht? Warum nicht? Du könntest, wenn du willst. Was hast du gerade vorgelesen? Ich habe die Karten gelesen. Die Computer Action hilft uns nicht groß weiter. Hiermit können wir einen Feuermarker wegnehmen, aber dann auch die ganzen Intruder retreaten, die da in dem Feld sind. Hiermit könnten wir 2 Powermarker vertauschen. Das könnte uns noch helfen. Mhm. Und hiermit, das hilft uns gar nicht weiter, können wir uns die Marke der anderen gucken. Du könntest überlegen, ob du jetzt hier rüber auch zu mir hinkommen möchtest, weil dann kann ich dich gleich mitnehmen mit dem Fahrstuhl. Gemeinsam runterfahren. Wir gemeinsam runterfahren. Weiß ich nicht, ob wir das machen müssen. Das musst du ja warten, ne? Warum? Weil ich da nicht hinkomme. Mit 2 Aktionen. 1 Aktion, 2 Aktionen. Ja, aber klar. Also musst du nicht da rein noch extra. Ich würde dich einfach mit meinem Emergency Key, glaube ich, mitnehmen, oder? Also der Emergency Key erlaubt mir das schon mal alles und der Fahrstuhl selbst, da gucken wir mal kurz, wie hier die Fahrstuhlnummerregel ist. Take your character and the elevator token, place them next to the elevator room in another section. You may choose to take any other characters from the room you are in with you only if they agree. Ja, also man stellt sich nicht in den Elevator extra noch rein. Okay. No. Scheinbar. Also hiermit kann ich, während ich kämpfe, meinen Probenarm ausfahren, bei Alien einmal so zupfen machen, dass wir einfahren und sagen, ah, ich habe eine Probe, tschüss. Also ich komme nicht weg, aber ich kann einfach nur einen Charakter darauf machen und das war's. Finde ich gut. Ja. Und wichtig ist, das S01, das ist ja der Elevator Room. Ne? Also S01 ist der Elevator Room, nicht das. Und hier. Da klettern wir quasi den Fahrstuhlschacht runter? Genau, ja, so genau. Ich glaube, man klettert den Fahrstuhlschacht runter. Okay. Ne? Wer ist denn sonst da, außer die, die schon Hallo geschrieben haben? Ich habe um halb mal so war ich nicht mehr da. Na gut, dann gehe ich mal. Ich habe noch keine Contamination Cards. Das ist gut. Ich renne einfach mal erstmal hier rüber. Mhm. Einmal umdrehen. Feuer? Yes. Yes. Ich meine natürlich. Ne? Ich würde sagen, das Raumschiff explodiert, das Raumschiff die Station, weil sie einfach abgebrannt ist. Hallo Neohots. Wir haben hier den Guard Room. Oh, da kriegt man Equipment. Auch wenn er leer ist, ne? Mit 2 Aktionen kriegst du da Equipment, ja. Und was war der Feuermarker für eine Zahl? Eine 3. Okay. Mhm. Reduce the item counter by 1 and take Taser. The Taser crafted item or
Andrews. Oh. Oh. Mhm. Vielleicht musst du da noch eine Runde warten. Ja, das Problem ist natürlich, du kriegst da Feuerschaden, ne? Weil der Baum brennt halt. Mit dem leider nicht mehr, glaube ich. Andrews, with your character knows rules for slime and fire damage. Yes, wie geil. You can escape the facility without using the rover. Hol dir das auf jeden Fall. Vielleicht möchte ich das haben, weil das ja entspannt die Situation schon ein ja bisschen. Gut, aber dann nehme ich dich jetzt erstmal nicht mit. Weil dann würdest du hier lieber erstmal ein paar Items für uns holen. Ja. Der steht ja auf 4, der steht auf 3, also da kannst ja du dich ja erstmal. Ist ja alles ruhig, die Station ist leer. Ja. Also Abe genau hat behauptet, dass da Aliens sind an alles Bord. Alles in Ordnung. Ich glaube, der Hausmeister hat ja so ein bisschen geschwätzt. Bitte? Aber das war der Tratsch auf den Flur, den ich gehört habe. Genau, also ich hole mir jetzt hier diesen Andrews Suit. Das Ding hier habe ich ja noch nicht. Gabio, genau. 2, reduce the counter by 1. Mhm. Das Tasercraft in Item kann man auch bekommen. Ja, aber hol dir, glaube ich, erstmal, also das kannst du ja schon mal rauslegen, aber hol dir vielleicht erstmal die Geschichte. Sure. Oh, das soll man. Oh, oh, oh. Ah, das ist nur One Use Only. Schade. Da kannst du ein Dings vertreiben. Ja, warum nicht? Weil es gibt ja auch so manche Sachen, die du einfach vertreiben so, möchtest. So ein Queen möchte man schon gerne mal vertreiben. Ne? Genau, weil du ahnst, dass alles andere sowieso nicht funktioniert. Ich glaube, Alpha ist auch Corona geplagt, deswegen darf er nicht raus. Oh je, dann gute Besserung. Gute Besserung. Ist dieser Raum grün oder weiß? Nein, der ist rot. Grün wäre der Raum hier. Sehr bedauerlich. Ich könnte noch kurz anführen, dass wir den Guard Room letztes Mal gar nicht hatten, weil das nämlich einer von den zwei Räumen ist. Hm. Haben wir den Count auf 1 reduziert? Mhm, ja, gemacht. Gut, dann nimmst du den für ich den? Ich habe den genommen für 2 und den Andrew Suit. Sehr gut. Ich kriege jetzt kein Feuer, aber ich habe so einen Suit. Ja, das finde ich hervorragend, weil dann kannst du wirklich diese Räume hier leer räumen, wenn du willst. Mhm. Gut, der kommt zur Seite. Ich nutze den Emergency Key. If you are in an elevator room, call the elevator and use it, even if there is no power in the elevator. Dann nutzen wir mal den Elevator. Der ist ja leider bepowered. Und fahren mal hier runter. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schade. Und steige hier aus. Das war Aktion Nummer 1. Hast du dafür eine Karte gespielt? Und ja, den Emergency Key. Ah, okay. Ne? Und dann würde ich mit der zweiten Aktion, würde ich ruhig hier drauf gehen. Mhm. Ja, da spiele ich jetzt einfach mal. Haben wir da schon irgendwas Gemeines? Ne, eigentlich haben wir da die 1 und 2 und 3 und 4. Wenn ich ihn nach da lege, ist es entspannter. Also nutze ich aber meine beiden letzten Karten, gehe hier drauf und sage, ich habe mir ein neues Marker mal hier. Fertig! Okay, ich suche einmal nach einer Waffe. Mhm. Magst du einmal den Wasserhahn zudrehen? Ja. Habe ich nicht gehört tatsächlich. Ja, ich sehe es leider, aber ich höre es auch. So. Ein Prototype Rifle klingt ganz gut, oder? Ich nehme mal so ein Prototype Rifle. Ja. Das also ist ein Heavy Weapon. Hat das irgendeine Auswirkung? Nee, ne? Also man muss halt eine Hand dafür benutzen. Ne? Ja, das mal. Hat schon eine Ladung. Und vielleicht haben wir noch irgendwelche anderen Regeln, wenn es irgendwie kommt, aber bei uns erstmal glaube ich nicht. Gucken wir mal. Ne? Gut. Und dann kann ich noch was machen oder passen. Ja. Ich kann auch mal mir diesen Workspace Plan angucken. Ich brauche nichts auf der Hand. Check any two unexplored room tiles. Ich gucke mir vielleicht einfach mal die hier unten an. Guck dir gerne mal den noch bei mir noch mal einmal an. Den hier? Ja. Ja. Ist der Emergency Room. Kannst du alle deine Wunden heilen? Der Emergency Room. Ach, das war wieder der mit Josh Clooney, genau. Mhm. Ja, der hat man letztes Mal schon mehr. Welche Farbe hat denn der? Der ist grün, wahrscheinlich grün, ja. Okay. Gut, dann brauche ich da nämlich nicht reinzugehen. Dankeschön. Mhm. Den hier auch? Mhm. Oder lieber den in der Ecke? Oder. Ja, vielleicht mal D oder so. Hier wollen wir lang. Die Frage ist nur, wo wir dann hier lang wollen. Dann gib mir ruhig den hier vielleicht. Mhm. Weil dann weiß ich, ob der noch interessant ist oder ob ich gleich wieder. Ich mir an, ohne dir zu verraten, das ist der Defense Control Room. Exterminate the threat. Der wird rot sein, würde ich sagen. Der ist sowas von rot. Ja, okay. Hilft mir auch nicht weiter. Dann bist du dran. Ich passe, weil wir wissen, dass ich einen gelben Raum brauche. Ich passe auch. Gut. Launch CSS Ports haben wir nicht. Move Time Track. Check haben wir leider. So, jetzt geht der höchste, glaube ich, aus, ne? Wo der aktiv ist? Hast du den angemacht? Quatsch, der ist nicht. Der ist noch nicht aktiv. Ja. Noch ist er nicht aktiv, leider. So.
Und zwar passiert jetzt Folgendes. With the highest number, genau. Das heißt, leider wird jetzt hier der Der Fahrstuhl Fahrstuhl. gedroppt. Oh. Da kann ich wohl das nächste Runde wieder zurückfahren, wenn ich meinen Key habe. Gut, und dann kommen wir dazu. Neues Removal. Den hier. Und den hier. Welcher kommt da mal weg? Alle in einem Lichtraum, die nicht angrenzend sind zu einem Charakter. Ja. Dann kommen wir Fire Damage haben wir nicht. Resolve Event Card. Die würde ich dir mal kurz geben und das mal einmal nachlesen. Blue Screen. Erstmal die Aliens, ne? Kommen Wegen tut sich ja nichts, genau. Place a malfunction marker in the explorer room with a computer and the lowest room number in a section with power. Lowest room number 0301. Ist da ein Genau. Computer drin? Nee, Nee? haben wir noch hier drin. Dann ist Gates wohl kaputt. Okay, na gut. Können wir mitarbeiten? Kann auch total eklig sein. Remove this event from the game and reshuffle the event stack, Mhm. including the discard pile. Okay, gut. Sparen wir uns jetzt mal. Ja. Ist geschaffelt. Ist geschaffelt. So. Genau. In Sections with Power, remove all noise markers in the corridors not connected to rooms with characters. Do not remove noise markers from the technical corridor space. Ja, also der hier wird nicht. Nee, nicht Er kommt wirklich. nicht drauf, genau. Gut, dann sind wir bei dem Schritt Intruder Back Development. Oh, mein Lieblingsschuh. Ja, genau, den lieben alle immer. Und. Dann ziehe ich hier mal raus. Ich komme von Arkham Horror. Nee, kommst du nicht. Da gibt es nämlich kein Beutel. Also jetzt schon Jetzt schon, mittlerweile, jetzt aber. schon. So, wir haben die Larve. Remove this token from the intruder bag and add one adult intruder token to the intruder bag. Zack. Zack. Man weiß nicht, wann man es eher haben möchte. Wahrscheinlich lieber jetzt noch nicht, weil wir noch gar nicht, also ich bin zumindest waffentechnisch noch gar nicht gut ausgerüstet. Ich habe einen Schuss. Dann sind wir fertig und du bist Startspieler. Wir ziehen neue Zieh fünf Karten, Karten. genau. Ah ja. Ich reduce den Item Counter um 1 und kriege. Welcher bin ich davon? Der hier, ne? Ein Knowledge. Wie schön. Du, das bist du, genau. Sehr gut. Da brauche ich zwei Schritte hin, ne? Nicht doof. Wo ist? Wenn ich dahin will, um den Raum zu Ja, reparieren. ja. Willst du diesen Raum reparieren? Take Neutralizer. Fand der nicht gut? Bestimmt, aber das dauert noch ein bisschen. One use only. Aber dafür neutralisiert er wahrscheinlich irgendwas. Daher der neutralisiert deine Ne? Infection-Karten. Jetzt kriege ich aber meine eigenen Karten Das machen rein. wir später. Ja. Auch schön. Was habe ich noch? Okay, ich glaube, das sind alle Standard-Karten. Unglaublich, dass wir bei diesen ganzen Räumen, die wir schon aufgegeben haben, das waren vier Räume, aber kein Game dabei hatten. Hast du ein Déjà-vu? Ja. Absolut. Aber da kann ich ganz viel suchen. Ich gehe da mal rüber. Kann man auch suchen, wenn der Raum kaputt ist, ja, ne? Ja, das kann man auch. Vier. Da kommt hier einer hin. Und dann bist du. Und dann bin ich dran, ne? So, ich gebe mal zwei Karten ab. Genau. Und werde mal das hier machen, und zwar das Backup Power Supply aktivieren, Restore Power. Den hatten wir letztes Mal noch nicht. Wir wissen eigentlich, was er macht, aber wir Reserve kommen the mit. power. Do not perform this step as three or more power tokens on the active side. No. The two lowest number power token must be flipped to the blue side. Check. Die zwei lowest number, oder? Der. Meint ihr es so? Meint ihr nicht die zwei? Okay. Das könnte sein, dass der 3 auch noch. All other power tokens are flipped to the red side.
Nein, also nicht mehr Power dazu. Also eigentlich könnten sie auch einfach schreiben, dann 1 und 2, weil es sind ja nur 1, 2, 3, 4. Könnte auch sein, dass man die flippt, die jetzt gerade auf der roten Seite sind. Das würde dann Sinn ergeben, warum sie von Lowest sprechen. Genau. Check. Das muss ja irgendwas bewirken, dass ich da hingegangen bin. All other Power Tokens are flipped to the red side. Check. Das muss ich ja mal nachgucken. Rearrange Power Tokens. Simply take all Power Tokens and place them in the chosen sections as you wish. Könnte eigentlich auch sein, dass es nur 1 und 2 sind. Aber warum schreiben sie nicht 1 und 2 rein? Haben wir die richtige Anleitung? Hier haben wir die richtige Anleitung. Da sind da die Räume auch nochmal erklärt? Ja, ganz hinten. Ne? Okay, ich glaube, da steht einfach nur das Gleiche. Das befürchte ich auch. Und dann dürfen wir bei denen hier flippen. Es kann ja sein, dass es in irgendwelchen Erweiterungen, wobei es gibt nicht mehr Power Token. Also daher. So viel mehr ist da gar nicht möglich. Also der erste ist ja Reset the Power. Do not perform this step if 3 or more Power Tokens on the active side. Mhm. Das würde ja so durch diese Aktion nie passieren, wenn immer nur 1 und 2 gefüllt werden. Das stimmt, richtig, aber du kannst ja durch die Aktion von dem anderen kannst du ja den Raum aktivieren und dadurch könnten wir mehr. Na gut, dann kannst du ja vielleicht weiß das ja jemand im Chat. Ja. Auf jeden Fall aktivieren wir das Ding auch, ne? Mhm. Das war ja das Wichtige. Genau, flip over the time token to its active side, showing the number that the power has been restored. Ja. Super, sehr gut. So, das war meine erste Aktion. Mhm. Und mit meiner zweiten Aktion würde ich dann einfach mal in diesen Raum wieder gehen. Mhm. Ah, das heißt, komm, ich bleibe hier nochmal stehen und spiele mal den Maintenance Plan. If you're in a white or yellow room, bla bla bla, will ich nicht. Die Room Action, aha, Quatsch, hier komm, ich habe einfach, das habe ich auch vorhin schon gemacht. Das ist ja viel besser. Ich mache einfach, if you're in a white or yellow room, use its room action without paying its cost. Mhm. Kostet mich jetzt eine Karte weniger. Mhm. Denn ich kann zwar zwei unexplored room tiles hiermit checken, aber gut, oder hilft mir vielleicht das auch weiter. Damit könnte ich mir auch zwei Sachen angucken, das wäre auch nicht interessant. Also die finde ich immer auch ganz spannend, das ist echt voll lecker. Ja, ja, ja. Na komm, dann machen wir es doch so. Ich würde aber trotzdem hier nochmal weiter vorgehen. Mhm. Wir können uns ja denen dann immer weiter nähern, aber um einfach zu gucken, ob hier doch noch was Interessantes ist für uns. Also nehmen wir mal den hier. Das Laboratory. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Hier war das Medical Link, hier ist Dr. Ross. Genau. Ja. Das hier weiß ich nicht mehr. Das habe ich mir angeguckt, ich habe mir das gemerkt. Ich bin mir kein Das war Defense Control Room. Ach, Defense Control Room, genau. Habe ich gerade aus meinem Gedächtnis gespeichert. Da geguckt, nochmal optisch. Das ist so, hier haben wir das Labor, das ist ja auch grün. Mhm. Und dann schaue ich mir den nochmal an. Also da es Korb ist und wir uns angeguckt haben, können wir es einfach schon aufdecken. Das könnten wir auch machen. Es ist der Vent Control Room. Mhm. Bevor jedes Mal immer ständig mal nachfragen muss. Richtig. Ne? Ist doch gut für das Ohrstübchen. Ja, dafür spielen wir andere Spiele. Genau. So, sehr gut. Dann bin ich fertig. Dann darfst du dran bleiben. Ich würde da mal rübergehen. Mhm. X wäre mal geil. Das wäre mal schön. Das würfelt man sehr selten gefühlt, ne? Und dann, bevor uns die Station die Ohren fliegt, repariere ich das Ding mal. Ah, okay. In Ordnung. So, wir halten dich ja hoch. Du sollst ja quasi dann den hohen, das hohe. Ich will das Knowledge haben. Knowledge haben, ne? Genau. Ich mache derweil dann andere Geschichten. Ich werde jetzt mal hier rüber schleichen und schmeiße einfach zwei Karten ab. Mhm. Also, jetzt machen wir mal den hier. Ah, es ist eben mein Team, aus. Aber schade, ich habe zwei Karten abgeschmissen. Das heißt, es kommt leider hier einer hin. Mhm, und ein Sven-System. Genau, wir hätten. Spielt ihr einfach Koop oder die Kampagne? Ich spiele einfach Koop. Genau. Kampagne? Ach, es gibt eine Kampagne. Das ist Karl gefragt gerade. Kann es so sein, dass wir gar nicht mehr vorbeikommen, weil wir haben nur eine Kampagne spielen? So, fertig. Du bist dran. Ich passe mit meiner zweiten Richtung. Ich searche. Mhm. Heil Sachen searchen ist auch. Ich hätte immer Ahnung, ja, ja. Search. Ja. Wer nicht, wer nicht. Wehe, wenn es hier keine. Das ist ganz gut.
Gain one knowledge to each discovered weakness. Oh, ja. Okay. Das hätte ich auch nochmal. Also, ja, 8 auf 8 zu kommen ist auch echt schwierig. Na gut, der Charakter hier hat da Möglichkeiten. Gut. Machst du noch was? Oder nee, ich habe keine Karte mehr. Sehr gut, dann sind wir durch. Mhm. Launch CSS-Port haben wir nicht. Move Time Track haben wir, aber der Strom geht nicht aus. Genau. Das ist spannend. Viel spannender als gestern. Ne? Noise Removal. Dementsprechend kommt der Noise Marker weg. Und der Noise Marker kommt weg. Mhm. Hier leider nicht, weil das eh nie wegkommt und bei mir ist kein Strom an. Genau. Dann Intruder Attack haben wir nicht, Fire Damage haben wir nicht, weil in der Intruder da sind. Resolve Event Card. Darf ich dir den wieder geben? Leaving the Chat. Jeder Charakter mit einer Larve an seinem Board kriegt eine Contamination-Karte und discard die und scannt sie. Wenn sie infected ist, stirbt man. Okay. Das Spiel kann nach 2 Runden vorbei sein. Ja. Otherwise, place this Contamination Card in your discard pile. Each other character draws 4 cards from their deck and scans all Contamination Cards. If they have at least one infected card, put a larva on their character board. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt die Event-Karten doch wieder uns zuordnen. Also du wärst jetzt ja auch dran. Dementsprechend ist es okay, wenn du es kriegst. Du kriegst ja auch so irgendwie weg, glaube ich, ne? Mhm. Otherwise, place this Contamination Card in the Discard Pile. Jetzt habe ich einfach eine Niete. Ich glaube ja. Aber this Contamination Card? Warum denn this Contamination? Ist so keine Contamination Card, diese da. Oder ist das otherwise darauf bezogen, wenn es keine Larve ist? Wenn sie infected ist, wenn sie infected ist. Und wenn sie nicht infected ist, kommt sie in den Discard Pile. Ja, genau. Okay, ich glaube, hier passiert aber nichts, weil wir keine Larve auf dem Board haben. Ja. Each other character draws 4 cards from the deck. Ich muss noch was machen. Das ist, glaube ich, auch nur wenn. Moment, also each character with a larva on their character board gets a contamination card and scans it. If it's infected card, they die. Otherwise, place a contamination card in your discard pile. Das machen alle Charaktere mit einer Larve. Genau. Each other characters draw 4 cards from their deck and scans all drawn contamination cards. If they have at least one affected card, put a larva on their character board, discard all drawn cards. Ne, wir machen das schon alle mit den 4 Karten. Was nicht so schön ist, weil ich ja jetzt vielleicht die Karte schon wieder abschmeiße, die ich eigentlich ziehen möchte. 4 Stück, ne? 4 Stück. Beide Search-Karten. Ja, siehst du? Und wahrscheinlich ist es jetzt aber die 6. die ich jetzt die unterste. Aber das mit beiden Search-Karten ist natürlich auch blöd. Gut, dann darfst du auch nochmal aus dem Intruder wegziehen. Mission 1 der Kampagne. Ah, okay, klar. Das kann sein, dass die kürzer gewesen wäre, aber ich glaube, da hätten wir uns ja extra nochmal in diese Geschichten einlesen müssen. Wer weiß, vielleicht ist das auch gar nicht komplizierter. Die Weltraumkatze. Space Cat. Ja, genau. So, wir haben. Die wird zum Adder, ne? Das ist schon wieder die. Ne? Genau. Remove und One Adder. Also, sie wachsen. Wir spielen Nemesis ohne. Einfach ohne Kreaturen drauf. Ja, die kommen schon noch früh genug. Die kommen schon noch. Ne? So, dann sind wir fertig. Dann dürfen wir gleich noch anziehen. Und wehe dir, ich glaube. Das ist doch nicht möglich, oder? Ach, ja, toll, dann kann ich jetzt da rumdolmern. Ist mein Raum grün oder weiß? Ja, der ist grün. Yes. So, ich fange mal an. Ich gehe mit 2 Karten darüber. Mhm. Und. Das lohnt sich ja immer. Wir könnten überlegen, ob wir irgendwie diesen Raum hier erhellen, ob wir hier Strom hinbringen, weil dann würden hier mal ein paar von den Markern weggehen. Da bist du dann näher dran als ich. Mhm. Nee, das kann man hier auch mit hier mitmachen. Und zwar mit hier kannst du 2 Power Tokens swappen. Man könnte zum Beispiel auf den Fahrstuhl. Man kann den Fahrstuhl einfach nehmen. Du fährst wahrscheinlich eh keinen Fahrstuhl. Also du kannst auch Fahrstuhl. Obwohl du willst vielleicht Fahrstuhl fahren, oder willst du darum gehen, du gehst darum. Ich würde mir das hier vielleicht gleich mal angucken, wenn ich fahre.
Könnte ich. Hm. Ja. Ich könnte mir da den Utilizer holen. Dann will ich den. Kannst du den schon holen? Hast du schon 4? Du brauchst 4 Knowledge, um den holen zu können. Wie eigentlich? Hm. Ich spiele nochmal den. Das machen wir nicht. Hier ist auch nicht wie beim anderen Spiel, weil gleich im Startraum der Leiche, die man nur versuchen konnte. Ich glaube nicht, das nee. Ist hier nicht, das ne? Ist hier nicht, nee. Ich werde einmal die Search Action da machen. Mhm. Und den anderen mir noch lassen, natürlich, für this card. Aber. Das ist nicht Wirklichkeit. Also, ich habe immer, wenn ich was ziehe, ziehe ich gleich zwei gleiche. Also im letzten Spiel war es. Es gibt doch nicht so viel zur Auswahl da. Ungelogen, nur. Wenn du jetzt den Dekontaminationsraum findest, dann sag mir Bescheid, weil da kann ich hier meinen. Ich weiß nicht, was es ist. Aktivieren. Gut, das Toolbelt. Auch nicht schlecht. Das waren zwei Zug, du bist dran. Um den Computer nutzen zu können, muss ich einfach die Aktion hier machen, ne? Ja, genau. Das kostet dich einen dann. Also ich würde mir jetzt zwei Räume nochmal angucken oder das dann machen. Du gehst da wahrscheinlich noch weg? Nee, weil ich in dem Raum ja hier die Karte gleich aktivieren will, damit ich den... Also weil wir diese Runde spielen, genau, das wäre diese Runde noch gar nicht so viel Sinn. Ja, das stimmt. Diese Runde würde tatsächlich nur einer weggehen. Okay, ich mache erstmal Field Experience. Ich mache den hier eins runter und kriege ein Knowledge. Sehr schick. Und dann mache ich diesen Raum wieder kaputt. Nein. Mit 6 Wissen kann ich Pheromone ausspielen, dann kann ich einen Angriff abwehren und kann stattdessen einen anderen Charakter sagen. Nimm mal den da drüben. Ich hätte gerne ein paar Combination Cards. Ja, die kriegst du schon noch, keine Sorge. Komm, ich gucke mir mal zwei Räume an. Ja, genau, das ist gut. Die beiden. Ja. Aha. Die Archive. Und den Transmitter Control Room. Ist das der, wo wir das Signal sind? Da sendet man da das Signal. Das Signal. Okay, da müssen wir also eh hin. Ja. Und das Archiv, da bist du hin, weil du da zwei Knowledge kriegst. Examine the Archives. Da krieg ich zwei Knowledge? Ja, genau. Dann drehst du deinen Marker um und dann. Ne, dann ist er einfach. Quasi, dann ist er erfüllt und dann. Ach, oh, das ist ja schön. Da bin ich auf jeden Fall hin. Da bist du. Ich mache mal den Maintenance Plan. Ich bin im Yellow Room. Ah, Moment, nein, ich mache einfach Check Tool in NX Unexplored Room Tiles. Dann nehmen wir nochmal das hier. Da haben wir das Nest. Das ist so lustig, dass das Nest genau an demselben Ort wieder ist, wo es letztes Mal war. Und dann nehmen wir den hier. Das ist aber einfach so. Und das ist der Dekontaminationsraum. Das ist ja auch klar, dass der Dekontaminationsraum neben dem Isolationsraum ist, oder? Mhm. Und der, okay, dass man den neben dem Nest, na, das wussten wir ja vorhin. das war Aktion Nummer 1. Und Aktion Nummer 2, ich hätte jetzt hier noch eine Karte. Leider hat er keinen Computer. Das finde ich ein bisschen komisch, dass das Van Control Room keinen Computer hat. Aber gut, es ist wie es ist. Ist dann noch alles mechanisch. Ja, ja, das stimmt. Ich werde einfach meine letzte Karte. Nee, ich behalte die mal auf der Hand ruhig. Mhm. Weil, also damit kann ich ja den. Nee, Quatsch, weg damit. Weg damit. Du bist dran. Ich schleiche mal hier rüber. Genau, in der nächsten Runde wäre es gut, wenn du dann hier drin bist und den dann vielleicht vertauschen könntest. Weil in der übernächsten Runde geht der wieder aus. Mhm. Dann hätten wir da vorher ein paar Marker weg. Und dann. Da hängt sie besser. Nein! Hiervon musstest du aber auch erstmal würfeln, ne? Nee, da habe ich hier hingelegt. Ach, hast du einen hingelegt, okay. Und jetzt? Ich habe keine Karte mehr auf der Hand. Schade, schade, Schokolade. Blank, blank, blank. Und? Das ist was? It is one adult. Du hättest nur eine Karte brauchen müssen.
Ich habe gar keine mehr. Ja, schade. Ich keine jetzt, so hab ich nicht, schade, schade. Nicht geplant, dass, ja, das dass er auf einmal da auftaucht. Aber kleiner Hinweis, er hat's geplant. Mhm. Ja, dann greift er dich leider an. Schade. Jetzt, jetzt jagen sie uns. Aber du wolltest ja eben diese Marke haben. Ich krieg eine Light Wound und eine. Er greift dich schon mal an, ja? Mhm, ist der Craig, was ich will. Escape Action ist keine Escape Action, ne? Nee. Mhm. Der folgt dann so auch noch. Oh. Naja, das ist ein Blutgeruch, den er hat. Ja, mhm. Stimmt. Ja, gemein. So, aber jetzt sind wir in der Abwärtsspirale. Ja. denn wir müssen leider jetzt auch passen. Das ist natürlich auch nochmal blöd, weil er jetzt gleich normal angreift. Ja. Ne? Und zwar bin ich dann. Ich bin Stadtspieler. Also ich krieg keinen Schleim. Also ich habe Schleim, aber ich ignoriere die Regeln dafür. Ja, das ist gut. Den kann ich auch weglegen. Ja, stimmt. Time Track. Nee, behalte ihn mal ruhig, falls den Anzug mir geben musst. Die muss mich irgendwie tot. So, der Time-Track geht ein weiter. Mhm. Passiert aber nichts. Neues Removal. Die beiden gehen weg. Mhm. Der leider, die leider noch nicht. Intruder Attack. Du musst leider wieder. Aber diesmal nicht. Es wäre nur. Boah, es wäre nur. Ja, Piercing the Heart. Das wäre auch übel geworden. Ist das die You Die Karte? Das ist die. Und vor allem, if the character has at least two serious wounds, they die. Ja, also das ist schon übel. Dann Fire Damage erleidet hier leider gerade keiner. Resolve Event Card. Gut, bewegen ist egal, weil er bei dir ist. Mhm. Panic! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir hätten jetzt das Licht anschalten sollen. Ich schieße wieder wild umher. Also, each character with no action cards on hands discard two ammo. If they do not have enough ammo, they discard one of their items. Ja, ich schieße zweimal um mich herum. Das hatten wir auch schon mal letztes Mal. The effect. Und bei Dunkelheit passiert ja eh. Ja. Passiert mir auch. Bei dir nicht, nee. Okay. Nee, weil du bist ja. Also, du hast. Also, du hast doch keine Karten mehr, ne? Ich habe auch keine Karten. Ach, dann schießt du leider auch um mich herum. Treffe ich den auch? Nee, leider nicht. Each character with no action cards on hand discards two ammo, leider nur. Du schießt nur wild herum. If they do not have enough ammo, they discard one of their items. Ist das ein Item? Mm, ja. Das wird doch gut. Ich will ja so Karten haben. Hast du schon eine andere Waffe? Nein. Was ist das denn? Das ist mein Probe Arm. Den kann ich nicht abwerfen, der ist am Flur. Okay. Und womit wolltest du ihm jetzt? Ach, du bist das Item dran. Cannot be discarded. Ja. Hast du den schon? Ne, den hast du noch gar nicht, ne? Den musst du den habe ich einfach an. Den hast du einfach an? Siehst du, der hängt hier. Und das war. Ach, das hat sie gezogen, die Waffe, ne? Mhm. Wissenschaftler. Naja, natürlich. Das ist klar. Ja, und in der Dunkelheit passiert das nicht. Gut, das war der Effekt. Und dann ziehen wir mal von diesem schönen. Ach, Frick. Jetzt ziehe ich wahrscheinlich auch noch ein neues Marker und krieg doch noch ein Viechter. Mhm. Ich hätte mich doch da rausbewegen sollen. Wenn eine Runde hier nicht aufpasst, ja? Schon gibt's auch die Mütze. Was machst du eigentlich gerade? Intruder. Das ist jetzt nicht so schön, sicherlich, wenn man die Queen zieht. Return this token to the intruder back. If there is a character in the nest, place the Queen Miniature there. Ah, ganz knapp. And resolve an encounter. If there are no character in the nest, place one egg token in the nest. Oh, puh. Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran. Das war dieser. Das kann ganz, ganz schief gehen. Also ist bei mir schief gegangen. Nach 18 Minuten war ich tot damals. Und verschleimt. Also erst verschleimt und dann tot. Genau diesen Marker gezogen habe, als ich im Nest stand. Gut, dann sind wir durch. Dann ziehen wir Karten. Ja, harmlos. Ja, nur was wirst du jetzt machen? Du wirst wahrscheinlich einfach nochmal weglaufen, ne? Also erstmal nehme ich eine Probe. Ja. Und dann gucke ich mal weiter. Da ist ja gerade zum Ende. Ich bin ja jetzt auch zwar friedlich, aber neugierig. Friedlich, aber neugierig finde ich eine schöne Specification hier für uns. So, dann leg mal los. Also erstmal lege ich eine Karte ab, mache hier so ein Ding und dann kriege ich hier so ein Calculus.
Sehr schön. Zack. Mhm. So. Und ein bisschen Free. Hallo, liebes Alien. Ja, und zack. Vielen Dank für diese wunderschöne Spur. Sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch, der nochmal dem Alien, dass man eine Probe entnimmt. Ich brauche einmal die Regeln, damit ich mal gucken kann, ob ich von der Van Control auch diesen Ort hier, der ja eigentlich Staircases sind. Das ist kein Raum, ne? Das sind Staircases. Ich glaube nicht. Schade. Ich schleichen kann ich. Nee, nur out of combat. Mhm. Dann renne ich da mal rüber. Mhm. Obwohl vorher. Ich würde einmal vielleicht. Weil ich habe noch nicht genug Proben. Ich würde so einen Angriff machen. Mhm. So ein Melee-Attack. Verrückter Typ. Moin, Kaladan. Also nicht du, verrückter Typ, sondern moin. Und Ben ist hier der verrückte Typ. Was machst du? Moin, wie Wochenende können wir mal quatschen. Vielleicht kommt Corinna. Ich muss mal Corinna fragen. Kann man das ja kombinieren? Ich greife ihn an im Nahkampf. Wie geht das? Ja, sehr gut. Im Nahkampf. Mhm. Ja, das ist großartig. Dann kriege ich doch bestimmt so eine tolle Karte hier, ne? Ja. Ich glaube, die gibt es immer. Die gibt's immer. Ich bin ja so ein bisschen neugierig. Ne? Aber ich hätte die schon gerne. Ja, mach mal. Und dann, du hättest ja Licht, also wenn du jetzt im Fernkampf was machen würdest, dürftest du normalerweise mit dem schönen Würfel würfeln. Aber im Nahkampf würfelt man immer mit dem hässlichen Würfel. Okay. Ne? Oh, Treffer. Ein Treffer, vielleicht ist er tot. Haben die nur, manchmal nur eins? Nee. Nein, aber ich gucke gerne trotzdem. 5. Hätte der gehabt. Denkt der, hätte er gern. Hm? Das war mein Zug. Das war mein Zug. Ich bin, das müssten meine Karten sein. Ich spiele Jury Rigging. Dafür muss ich noch 2 weitere Karten abgeben. Schade, eigentlich dachte ich ja, dass du irgendwie noch das Licht anschaltest, aber das hat sich ja wohl erledigt. Ich habe hier ein Forschungsobjekt. Ja. Oh nein. Ja gut, da muss ich wohl aufmunitionieren. Ich Moment. Nein! Nicht die Probe zu führen! Bitte! Die werden weggebrannt. Die machen mir den ganzen Hausflur dreckig. Die Probe, bitte. Ich hab gerade den ganzen 2. Stock durchgefeudelt. Und die tapern da nur rum mit ihren 8 Beinen und machen hier alles dreckig. So, da kommen auch vielleicht 4 Munitionen raus. So soll das sein, ne? Erstmal schön den Flamethrower geholt. Ich könnte mir auch einen Envio-Suit holen oder einen Taser. Der ist gut. Ne? Aber ja, vielleicht nächste Runde. Und Taser hätte ich jetzt auch gerne irgendwie. Weil so nach, also ich meine, ist ja gut, wenn der, also, aber irgendwann ist auch genug mit der Nähe. Ja, das sehe ich auch so. So, das war Aktion Nummer 1 und mit Aktion Nummer 2 gebe ich mal alle Karten ab und gehe mal hier rüber. In das Isolation, in der Isolation Room. Und dafür muss ich jetzt mal würfeln. Nein, ich muss nicht würfeln, natürlich. Ich hab's ja festgelegt extra. Ja, im 4 zur Queen, da möchte, glaube ich, keiner. Gut. Du bist. Geh mal weg. Mhm. Ach, ja, ach, stimmt. Mhm. Und erst machst du noch einen Angriff auf mich? Ah, nee, ich kann nicht würfeln. Muss nicht würfeln. Ah, wie schön. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Du kriegst aber trotzdem den Intruder Attack, ne? Ja. Boah, das war auf so viel Ebene gut. Auch das nicht. Du hast ihn irgendwie verwirrt, indem du da irgendwie ein bisschen. Ja, kann man verstehen. Ja, ist okay. Ne? Sehr gut. Und dann wird er auf die 2, hast du schon gestellt? Ja, sehr gut. Mhm. Es ist ja das Archiv, genau. Was macht man da? Du könntest jetzt das Licht bitte aktivieren, das wäre super. Oder 2 Knowledge bekommen, ne? Ja, das kannst du auch gleich noch nehmen. Aber jetzt erstmal gerne das Archiv machen, damit dieser ich und mach dieser... Ich mache erstmal hier Swap 2 Shoes and Power Tokens. Genau. Ich nehme die bei 1 weg. Den bei 1? Mhm. Warum bei 1? Da ist kein Dings, ja. Da bin ich nicht. Ach so, das stimmt. Und den hier? Den, ja. Sehr gut, okay. Und jetzt kommt die Karte hier weg, ne? Das ist richtig. Gibt's ja eigentlich auch. Lockdown. Move the Rover. Gehabt, ja. Pickets chosen CS, open close one door. Okay. Wenn du den Computer benutzen könntest, ja. Also es wäre jetzt, und ich kann ihn ja auch nochmal benutzen. Ich könnte jetzt nochmal benutzen, ne? Ich sag mal, du bist. Ich hab schon 2 Aktionen. Ja, ich habe keine Karten mehr, weil meine Aktion nämlich 3 Karten. Du passt also. Ich passe. Aber ich würde aber auch gern das hier machen, ne? Aber du könntest einfach die Tür zumachen. Ich würde mal sagen, ich mache mal die Tür zu. Keine Ich will ja auch mal sehen, was ein Lockdown macht. Mhm.
Lockdown. Ach, das kommt jetzt. Player reveals this card. They place a malfunction marker in their room. Mhm. Reshuffle the computer deck. Na gut, das ist handelbar, auch wenn das Archiv natürlich trotzdem von dir eigentlich benutzt werden möchte und dementsprechend solltest du auf jeden Fall das reparieren, aber du kannst es ja zum Glück reparieren, du hast ja deinen mechanischen Arm. Ich weiß gar nicht, wo der hinten da angesetzt ist. Hast du so ein Exoskelett oder ist der da im Rücken irgendwie eingebaut? Vielleicht bin ich so ein Borg. Ah, Borg, Cyborg, den das Cy weggelassen. Jetzt nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren. Hat ein bisschen gedauert. Ne? Du bist durch, glaube ich, ne? Ich muss passen, Leute. Wir haben keine CSS-Pods, die losfliegen. Wir bewegen den Time-Track und leider geht jetzt über eine blaue Geschichte. Das heißt, wir machen hier leider das Licht aus. Beim höchsten, ne? Ja. Mhm. Dann Noise Removal. Dann Intruder Attack, Gesundheit, Fire Damage und gerade das war der Moment, wo allen Leuten die Kopfhörer weggeflogen sind. Spartacus ist nicht da. Ah, sorry. Resolve, Event Card und das darfst du wieder. Der bewegt sich. Mhm. Wohin? Er macht die Tür kaputt. Er macht die Tür kaputt. Er macht die Tür kaputt. Nein, ist gut, dass du die Tür gebaut hast. Die ist auch kaputt, ne? Ja. Flips the Power Token in the elevator to its active side. Check. Place a malfunction marker in all elevator rooms. Oh. Hä? Was ist das denn für ein komisches Ding? Der Strom ist an, aber ist kaputt? Mhm. Okay. Inactive Side, sorry. Ach, Inactive Side, okay. Schade. Ja. Wir müssen eh gerade hier auf der Treppe sein. Ja, ja, ja. Vielleicht benutzen wir die Karte wieder. Kommt dann raus. Ja, ja, die ist auch heftig. Sollen wir das Event Deck wieder mischen? Ja. Gut. Und dann darfst du noch einmal vom Intruder wegziehen. Auf einmal fühle ich mich da gar nicht mehr so sicher. Da hast du doch gerade so schön die Tür zugemacht. Naja, aber das dauert ja ein bisschen. Das ist auch cool, sehr stimmungsvoll. Ja. Hat eine andere Atmosphäre, aber du spielst trotzdem eine Challenge. Auf jeden Fall. Wir machen so einen Roll, ne? Return the token to the Intruder bag. Perform a noise roll. In order. Warum ist das denn bei mir noch so viel los da drüben? Schade. Ja, ja, bin nach da. Alles safe. Ja. Mhm. Kann ich mitarbeiten. Mhm. Und dann kann ich mitarbeiten. Machen wir Draw up to 5 Cards. Mhm. Nächste Runde. Ja, also das könnte auch einfach locker ein kooperatives Spiel sein. Das hat halt einfach den Riesenbonus, dass man es semi-kooperativ spielen kann. Aber ja. Also man könnte auch das nur kooperativ spielen. Funktioniert sehr gut. Total, ja. Top 10 Koop-Spiele. Super dafür. Ich bin Startspieler. Ich kriege die Weltraumkatze. Wollen wir gemeinsam Pläne für irgendwas verfolgen? Soll irgendwas getan werden? Warte. Mhm. Möchtest du wissen, was hier drin ist? Ja, wäre schon. Also ich kann den Raum reparieren, ich kann ihn tausendmal durchsuchen, ich kann ihn benutzen, ich kann alles machen. Bin ich in einem weißen Raum? Nein, es ist kein weißer Raum da. Nein. Na gut, aber dann gehe ich mal runter und dann gehe ich doch mal in den weißen Raum. Mhm. Ins Nest? Nee, ja, nein. Netter Versuch, aber nein. Mhm. Sehr gut, okay, ich nutze. Ja, das wir arbeiten wir gerade am Codebreaker-Ziel. Das Codebreaker-Ziel? Mhm. Das Codebreaker-Ziel war auch das, was wir das Signal senden müssen. Mhm. Ne? Und dafür müssen wir ja in den Raum später rein. Mhm. Und was müssen wir noch machen? Alle Token da. Achso, ja, wir senden erst das Signal und dann treffen wir uns hier, dachte ich, war der Plan. Aufmunitionieren und dann kommen ich wir so zusammen. Irgendwo was, wo ich mir auch da irgendwas angucken konnte. Okay. Ich gehe mal mit einer Aktion hier rüber. Dann drehe ich den mal um. Und ich muss nicht würfeln, das finde ich schön. Leider wird er nur auf die 1 gestellt, das ist schade. Mhm. Das war jetzt Nummer 1 und jetzt möchtest du wissen, was hier ist oder hilft dir jetzt eigentlich gar nicht weiter? Also ich würde eh hier lang, also ja, also ob der wichtig ist oder nicht. Was bringt dir den Deckern? Ach, das war die. Aber ansonsten können wir den auch das ganze Spiel über auslassen. Außer er ist geil. Das stimmt. Ja, ich muss das jetzt auch nicht dafür spielen, ich kann auch andere Sachen erstmal machen. Was denn? Ich könnte zum Beispiel mal mein, das braucht wieder eine Hand.
Discard a Regent to fully restore uses in this item. Also, ich muss eine Regent discarden. Was sind denn die Regents? Regents? Ja. Das hier vielleicht? Nee, nicht keine Region, sondern... Also keine Regent. Reagent. Ein Reagent ist... Ah, hier, diese Dinger. Hm. Und dann darf ich... hier die Ladungen auffüllen. Und wenn ich eine davon benutze, to perform a shoot action against an intruder, if you had, it retreats instead of suffering injuries. Das klingt gut. Das klingt ziemlich übel eigentlich. Womit schieße ich denn da? Urankanonen oder? Freaky. Pipi. Was? Pipi? Pipi. Ja. Ey, Pipi. So. Eldritch Horror ist Koop hervorragend. Ja. Aber das hier auch. So, okay. Dann mache ich Folgendes. Ich gebe eine Karte aus. Und spiele halt dieses Teil und werfe einfach mal meine Classic Weapon Nailgun ab. Jetzt nicht nur mit dem Flammenwerfer und diesem komischen, üblen. Ich kicke Aliens einfach und jetzt ist mir auch alles egal. Weißt du, was du tun solltest? Erzähl. Du solltest das Archiv benutzen, ja. Damit du die Vulnerability gegen das Feuer. Das ist richtig. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg auch zu dir. Mhm. Na, du bist erstmal dran. Ich repariere das erstmal. Mhm. Ich bin hier voll der Reparateur. Ja. Nett. Und du nutzt dann das Archiv? Mhm. Pup. Mhm. Ja, wir müssen auch dann langsam hier hin natürlich, weil wir diesen Auftrag ja erfüllen müssen, bevor wir uns darüber Gedanken machen, wie wir denn hier rauskommen. Ein Alien ist ja jetzt. Also, wenn sich da mal so ein Alien verläuft. Ich meine, wer ist dieses Nest, das wir da entdeckt haben? Das scheint ja leer zu sein. Aber. Ne? Hallo, Anke. Anke, moin. Hi. So. Du bist fertig mit der Aktion, du hast repariert und nee, Quatsch, die zweite fehlt noch, ne? Genau. Da kann ich ja nach allem suchen. Ja. Und da ich da so einen Freund in der Nähe habe. Mhm. Nimmst du mal was Rotes? Das ist schon mal gut, eine Weapon Battery, aber eine Wow-Lust. Auch schön, aber wahrscheinlich wäre eine Weapon besser. So, ich komme in der nächsten Runde dann zu dir hingerannt. Ne? Ich spiele jetzt noch eine Runde Verstecken. Kann ich diesen Computer nutzen, wenn da kein Power ist? Nein. Es sei denn, du hättest die entsprechende Karte dafür. Nö. Also ich habe so eine Karte, die heißt It Should Work. Aber wahrscheinlich ist das wieder so eine Hausmeistergeschichte. Okay, dann suche ich zuerst. Mhm. Und dann mache ich, also ich suche mit der Weapon Battery. Ja, mit der Weapon Battery benutze ich den Computer. Okay, und machst, also... Aber das ist dann deine dritte Aktion. Meine zweite, ich konnte ja die erste Aktion nicht machen. Nee, die erste Aktion war... Das Archiv? Nee, die Mal, hast du den Malfangschmarker nicht gerade runtergenommen? Stimmt, da habe ich eh schon eine Aktion zu viel gemacht. Dann habe ich jetzt erstmal nur. Genau, macht aber sehr gerne. Ich mache einfach auch meine Geschichten hier, das ist ja kein Problem. Ich mache eine Search Action da, stelle den hier auf eine 0 und suche auch hier bei den Items. Das ist eine lustige Geschichte. Das nehme ich, obwohl ich Duct Tape auch schön finde. Das war Aktion Nummer 1. Und Aktion Nummer 2.
If you are in a room with a technical corridor entrance, you may move to a chosen explored room with a technical corridor entrance. Draw and resolve an attack card. What? Und ich kriege einen Attack dafür. Treat it as an attack from an adult intruder in darkness. Wenn du durch so ein... Klingt ja schon wieder nicht mehr so nett. Weil ich hatte überlegt, ob ich jetzt einfach hier reingehe und hier rauskomme. Wie willst du hier rauskommen? Aus dem technischen Korridor? Ja. Ach, da sind gar keine technischen Korridore. Richtig. Sind bei beiden keine technischen Korridore. Das sind diese runden. Doch, hier ist ein technischer Korridor. Hier nicht. Da nicht. Hier auch nicht. Und den, der ist auch gar nicht entdeckt. Der auch nicht. Der nächste technische Korridor ist hier. Der Raum ist nicht entdeckt? Nee, der ist noch nicht entdeckt. Okay, na gut. Ich überlege mir kurz, ob ich das Ducktape mir eher wiederhole. Naja, ich hole mir das Ducktape. Man sollte immer Ducktape. Ne? Man sollte immer Ducktape dabei haben. Das finde ich auch. Okay, das war Aktion Nummer 1 und Aktion Nummer 2 ist dann. Komm, wir nehmen nochmal den Maintenance-Plan. Check two unexplored room tiles. Oder willst du jetzt eh hin? Nee, ne? Du überlegst noch, wo du hingehst. Es ist der Höhleneingang. Wo auch immer diese Höhle hinführt. Und dann nehmen wir als nächstes den hier. Der Power Generator. Das klingt doch gut. Und du bist dran. Okay, also zum Reparieren musste ich ja auch noch eben eine Karte abwerfen, wie ich gerade gesehen habe. Also habe ich die jetzt geworfen, damit habe ich gesucht. Oh, jetzt mache ich hier die Weapon Battery. Mhm. Werf die ab und dann mache ich das. Mhm. Zack. Sehr schön. Du hast doch noch irgendwie noch den Körper dabei. Ach, den musst du im, den musstest du im Labor leider untersuchen. Das ist hier hinten. Genau. Das würde dann nochmal plus 3 geben. Wäre gut, wenn ich noch eine Aktion hätte. Ich habe jetzt eine Granate gefunden. Na, schön. Hoffen wir einfach mal, dass er nicht in den Raum reingeht. Let's hope the very best. Gut. Dann sind wir durch. Mhm. Ich habe noch eine Karte, aber mit der einen Karte mache ich auch immer nichts. Und diese Karte behalte ich einfach auf der Hand. Das ist auch okay. Also, Launch CSS Ports haben wir nicht. Move Time Track machen wir, aber es passiert nichts. Der Port wird gestartet? Ne, der startet, glaube ich, erst. Er wird aufgedeckt. Ne? Wird erst aufgedeckt, wenn wir jetzt. Also, er würde erst aufgedeckt werden, wenn wir schon da sind. Er wird das erste aufgedeckt. Bitte nicht auf den Start am Ende der Runde. Wir überprüfen das. Ich glaube, die Regeln hast du dafür gerade. Ja. Ne, musst du irgendwo in. Ich glaube, es ist im. Wir hätten noch ein Objective uns aussuchen müssen. Was war ein Objective? Also, wir haben ja eh nur die beiden. Genau, ich würde sagen, das. Der Drops ist gelutscht. If there is a CSS token under the time token, reveal it and check which pots are launched this round. Aber, da der noch nicht da war zu dem Zeitpunkt, sondern erst in Schritt, im zweiten Schritt dann dahin geht, wird er auch nicht revealed. Und es kommt erst der Schritt Launch CSS Pots und dann kommt Move Time Track. Und in dem Moment, wo er hier war, haben wir hier drunter keinen. Okay. Noise Removal, die kommen alle weg. Das finde ich sehr schön. Intruder Attack haben wir nicht, Fire Damage haben wir nicht, Resolve Event Card. Und er bewegt sich nicht, er bewegt sich nicht, es bewegt sich alles mögliche andere, aber Consuming Fire, oh, das könnte jetzt egal, eklig sein. Set the Item Counter to Zero in each room with a Fire Marker. Hm. Na gut, das ist handelbar, zum Glück, weil das wäre echt eklig, wenn das so am Anfang passiert wäre. Place a Fire Marker in each room neighboring to a room with a Fire Marker. Oh, es breitet sich aus. Mhm. Fire does not spread through closed doors or technical corridors. Okay.
Okay. So, und dann ziehen wir mal hier aus dem Säckle. Gucken, was hier kommt. Und wir haben das Neues ist Roll. Das Übel, genau, Return and Noise Roll. Oh, da ist er wieder. Warum denn? Ja, dass aus dem Nestergeräusch herkommt, das wundert mich nicht. Wir sind durch. Und leider hast du dir einen Adult gefangen. Auch dagegen habe ich wirklich Teil. Ach, du bist da nur schon eine Probe. Ich bin da vom Fach. Wer ist Startspieler? Du bist Startspieler? Also ich komme so langsam zu dir rüber. Wenn du es noch ein bisschen da aushältst, dann kann ich mich um den irgendwann kümmern, aber... Also aushalten ist jetzt relativ. Ich mach mal... Ich discard jetzt hier so News. Mhm. Ich wieder einen Schuler, den da. Mhm. Der kriegt eine Injury. Okay. Und zwei für jedes Wissen, das ich habe. Der hat also drei. Wir haben den Lebenspunkt. Achso, du hast den Lebenspunkt gemacht. Damit hat der vier. Oh. Was für jedes Wissen, was du hast? Pro zwei Wissen, was ich habe, eins und ein so. Was machst du denn für dreckige Geschichten da? Stehst du halt, denn da an? Bin halt so vom Fach. Ja, mal ja, gucken, das, wie er darauf reagiert. Ich auch. Wenn ich ihm seine eigene Spore vorwerfe. Guck mal. Ja, er ist nur leider dreckhart. Ah, das war schon... Das ist echt übel. Also ich könnte ja auch mal vielleicht erstmal noch so eine Probe nehmen. Ah ne, das ist eine Probe drauf. Warte, nee. Die habe ich jetzt Discard, oder? Denk dran, eine Probe ist auch immer ein Heavy Item, ne? Du. Was? Ne, eine Probe ist auch ein Heavy Item. Aber du trägst ja keine anderen Heavy Items. Wieso ist das ein Heavy Item? Proben sind auch immer Heavy Items. Auch wenn die da drauf liegen? Ja, ja. Das glaube ich schon. Die sind ja immer Heavy Items. Nee, oder leg mir die da drauf. Legst du die da drauf? Die leg ich hier drauf, ja. Ach, die legst du da drauf? Auf die Karte. Aber eigentlich sind Probe, also sind Sachen, die eine Hand brauchen. Oder Heavy Objects, glaube ich, heißen sie eher. Aber du hast ja sonst, also hast du ja auf jeden Fall Objects. Aber ich muss das ja gar nicht diskarden. Also das bleibt hier einfach drauf. Ja. Und hier ist ja das kann one use from a pole, dann choose one true, dann the room you're in, it's up fast okay, das musste ich ja nicht abwerfen. Mhm. Suchen gehen ist das alles out of combat. Was haben wir da? Ein Cape und uns, ne? Ja. Na komm lieber mir entgegen. Anstatt dass du noch weiter wegräumen rennst. Also ich renne da jetzt mal rüber. Ein Wunder zu wenig, leider. Schade. Schade. Ich gehe da mal weg. Character, also ich kriege einen Cut. The character serves one light wound and gets one contamination card, der ist auch noch Darkness, ne? Das ist leider Darkness, ja. Oh nein. Und da gibt's die erste Serious Wound. Also das Knie. Es ist nur das Knie. Was bedeutet das? Die erste Bewegung in dieser Runde kostet immer 2 Karten. Gut, dann. Wie schön. Oh, ja. Das ist gut. Wenigstens das. Immerhin. Ich hab da was. Ja, läuft ja noch alles ganz gut. Tja, du müsstest leider hier zum Emergency Room hin. Und da zum Untersuchen. Haben wir ja noch Zeit. Mhm. Ich hab das. Warum auch der einfach sterben können? Untersuchen ist da. Also das Ding ist hier. Was meinst du jetzt? Untersuchen ist da. Achso, das ist der. Und dann musst du da hin. Ja, das stimmt. Der hätte auch einfach sterben können. Das ist ja richtig. Und das ist der eine dreckige Karte, die man falsch gezogen hat. Die da alles
Ne? Wie so ein Kartenhaus. Klapp, klapp, klapp. Schlimm, schlimm, schlimm. Das war erst eine Aktion bei dir, glaube ich, ne? Oder war schon? Nee, stimmt, das ist ja schon. Ich habe ihn gepiekt. Ach, richtig, natürlich. Ich habe ihn angegriffen. Ja, genau, der Angriff war es ja. Okay, dann bewege ich mich mit einer Aktion mal hier drauf. Und, ja, macht das mit einer Karte. Gut, dann bewege ich mich mit ist aber sehr vorsichtig. Der Aktion hier rüber und mache das mit kaputt. Zwei Karten. Ist kaputt. Sehr schön. Das Cargo Sending System A. Oh, okay. Aber wenigstens eins. Und es wird auf eine 3 gestellt, ja? Mhm. Ist das richtig? Okay. Na gut, dann könnte ich da noch ein bisschen looten. Mhm. Oder ich bewege mich eigentlich weiter. Achso, ich muss auch würfeln natürlich. Mhm. Ich habe zwei, nee Quatsch, ich habe zwei ausgegeben, deswegen muss ich nicht würfeln, sondern ich packe einfach hier einen hin. Mhm. Und jetzt mache ich folgendes. Jetzt gebe ich einen aus und gehe hier rüber. Mhm. Und dafür würfelst du? Muss ich würfeln, genau. Der kommt leider hier hin. Achso, falsch, das war jetzt gerade schon ein paar viele Bewegungen. Ich bewege mich von hier erstmal nach da und nach da. Ich stehe gerade aktuell noch hier. Okay, ich mache einfach nur suchen. Mhm. Man war so im Rennen und Rennen und Rennen, da hat man gar nicht mitbekriegt, dass der andere gerade schreit. Ich will auch. Also mit der Scattergun könnte ich halt eine Ladung und ich kann die benutzen, um den anzugreifen und einfach zu kommen. Mhm. Oder wenn ich Wissen 3 habe, was du hast, kann ich statt, wenn ich ein Melee mache, kann ich statt eine Karte, eine Combination Karte ziehen und Combat Die zu ziehen, einfach eine Runde machen. Ist gut? Ja. Das andere. Na gut, ich bin jetzt gleich bei dir. Ich kann ja. Ja, ich mach mal den Glowstick. Mhm. Da komme ich doch so Medizin. Ne? Das war Nummer 1. Und ansonsten könntest du das Signal auch schon mal senden. Vielleicht hast du das gar nicht so viele Karten, ne? Ach ja, das muss ich auch noch senden, ne? Du passt? Mhm. Okay. So, dann kann ich jetzt überlegen, ob ich mit meiner einen Aktion da jetzt noch rübergerannt komme. Oder ob ich das mal schön sein lasse. Ist auch eine Power Generator. Power Section. Hm. Genau. Also du musst halt nicht würfeln, wenn du rüberkommst, ne? Ja, darum komm. Ja, stimmt, richtig, du hast recht. Ja, natürlich. Du bist der Startspieler, wenn dir das Ding kaputt macht, kannst du da voll reinrushen. Ja. Ja, das machen wir so. Gut, dann passe ich auch. Hier haben wir eine Karte auf Hand. Okay, behältst du auch, ja? Mhm. Mhm. Gut. Dann launch. Und zwar, wo wären sie abgeschossen worden? Yes, no launch. Sehr gut. Das ist der erste Drecksmarker. Dann packen wir den ein weiter, aber wir sind zum Glück blau. Dann Noise Removal. Die kommen weg. Mhm. Intruder Attack haben wir nicht. Fire Damage macht er nicht. Event Card. Eigentlich müsste ich ihn ins Feuer locken. Tschüss. Er haut ab. Er verpisst sich. Verständlicherweise. Damage. Place a malfunction marker in each room with an adult intruder, a breeder or a queen. Das kann auch ganz schrecklich sein. Er brütet da ein bisschen rum. Aber der ist doch gar nicht aufgedeckt, der Raum. Dann weiß ich gar nicht. In each room. Ja, dann. Okay, na gut. Den macht er trotzdem kaputt. Das ist trotzdem kaputt. Ist ihm egal, ob der aufgedeckt ist. Ja, hier ist auch kaputt. Warum ist der auch? Ist hier dunkel, ne? Ja. Ach so. Hm. Ja, schön. Schade. Okay, und dann das Deckle. Gucken wir mal, was kommt. Ich glaube, wir ziehen jetzt unseren eigenen Gegner gleich. Nö, kommt nur ein Ei. Das ist doch schön. Kommt nur ein Eisnest. Ist irgendwie ja. Bei zu viel Eier, was, wenn alle Eier weg sind oder so, gibt es auch irgendwie was zum Spielende? Ich glaube, dann gibt es Omelett. Ja. Das war ein mächtiges Omelett. Ne? Das Experten-Omelett. Ich glaube, und der kommt wieder rein, naja. Und der kommt wieder rein. Ich glaube, uns interessiert das nicht so doll, aber stell dir vor, gestern für McFly, wo immer wieder ein und ein dazugekommen wäre. Ja, genau, schon hat er wieder eins zerstört, ploppt wieder ein neues da auf.
Okay, dann dürfen wir 5 Karten ziehen. Und ich bin Startspieler. Das klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Also, erstmal werden wir das Signal, glaube ich, mal senden. Musst du erst den Raum reparieren? Ich muss erst den Raum reparieren. It should work, würde ich mal sagen. Nö. Nö, mal so ernst. Nö, mach ich wirklich ernst, ne? Genau. Ja, habe ich auch. Kann man interrupten? Na klar. So, use the room action, even if there is a malfunction mark. Ach, das könnte ich auch machen. Moment, ich habe, glaube ich, gar keinen Repair gerade eben. Ich kann ihn einfach nur benutzen, was natürlich blöd ist. Kannst du den reparieren? Nope. Nope. Du kannst ihn nicht reparieren? Hast du gar keine Karte, wo man... Doch, aber die habe ich... Ach, jetzt gar nicht auf der Hand. Habe ich letzte Runde irgendwann... Ach, aber nee, ich habe... Doch, hier, clean up könnte ich machen, aber das habe ich nicht mehr auf der Hand gerade. Ja, tut mir leid, ich kann ihn leider nicht reparieren, ich kann ihn jetzt nur so nutzen. Gut. Ne? Mach doch. Der, das Alien ist eh gerade weg. Das Alien ist eh gerade weg. Das ist ja Cave Entrance. Ja, das ist ja gleich ganz weg wahrscheinlich. Moment, aber das kostet mich jetzt diese Karte, ja, und dann das eine weitere, ja, und dann muss ich noch die Room Action bezahlen wahrscheinlich. Was steht denn da drauf? Use the Room Action, even if there's a malfunction marker. Aber muss ich dann die Kosten für die Room Action wieder bezahlen auch nochmal? Vielleicht. Lieber Chat. Wo könnte man das rausfinden? Im Zweifel in der Anleitung. Ja. Ja, das. So. Tja, wo soll, könnte so etwas drinschreiben? Gute Frage. To perform any room action, a character must be in the corresponding room. You cannot perform room action when you are in a combat. You cannot perform room action in a room with a malfunction marker. So. Wie heißt die Karte? Die Karte heißt It Should Work. It Should Work. Use a room action even if there is a malfunction marker. So. Ist das jetzt die Erlaubnis dafür oder nutze ich es, ohne es dann bezahlen zu müssen? Also ich vermute, dass du nicht noch extra bezahlen musst, aber... Ist denn hier irgendwo mal dieses da? Tja. Action cost. Each action displays on action symbol. The number in any given action symbol indicates the cost of performing the action. In order to pay the cost, the player must discard the exact number of cards from their hand. Discarded cards are placed face up in the discard pile. How do I get rid of Nemesis Lockdown? Okay. Tja, das kriegt man hier leider nicht so richtig raus. Also klar, es könnte jetzt einfach die Erlaubnis sein, den Raum zu benutzen, auch wenn da ein Malfunction Marker drauf ist. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch die Karte Cleanup, das Karte Malfunction Marker. Und die kostet nichts. Also die Karte macht quasi den Malfunction Marker nicht weg und ist teurer. Mhm. Ich würde das. Gut, dafür ist ja halt noch da, der Malfunction Marker. Also es wäre so ein bisschen tricky halt in so einem Spiel gegeneinander. Ne, wo wir zusammen im Raum stehen. Ich möchte nicht, dass du die Aktion nutzt, aber ich möchte sie nutzen. Dafür wäre es nett, aber von so einem. Yeah. After using it should work and discarding a card to pay the action cost, do you then activate the room with no further cost? Yes. Echt?
Okay, sehr gut. Schreibt hier Josh Casey, das klingt für mich sehr gut. Das klingt sehr, 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 genau. Danke, Josh. Danke, Josh. Dann machen wir es nochmal. Dann sende ich das Signal. Grüße gehen raus nach, hat kein nix, kein Land. Ist aber auch schon seit 2012 registriert bei Botkrieg, also ein, so 10 Jahren. Scheint vertrauenswürdig zu sein. Genau. Hey, ich bin nicht registriert bei Botkrieg. Bist du nicht? Ich glaube nicht. Doch, bin ich natürlich. Achso, doch? Doch, doch. Na gut, dann ist es jetzt gehen. So, das war eine Aktion. Mhm. Jetzt habe ich das Signal schon mal gesendet. Mhm. Denn. Sends a signal and finish the game with no. Ja, also gut. Wir wollen das Spiel ja gemeinsam schaffen. Mhm. Also, das hätten wir jetzt schon mal erfüllt, wenn ich noch überlebe. Und du musst aber auch noch das Signal senden. Weil wir dürfen da keine Token mehr haben. Das ist richtig. Muss ich überhaupt das Signal senden? Weil, wenn du das. Du musst ja eh das Signal senden. Nee, muss ich nicht. Doch. Du musst das Signal senden, oder? Nee. Finish the game with. Ach nee, du musst nicht das. And sends a signal. Ich muss das Signal senden. Du musst das Signal senden, aber ich muss das Signal ja nicht senden. Dann bist du das Opfer. Ich muss überleben. Genau, aber ne, du erfüllst ja quasi diese beiden Karten dann. Mhm. Du musst überleben. Mhm. Das ist ja lustig, dass man einfach sends a signal and finish the game. Achso, das war ja die Geschichte hier. Gut, dann lassen wir doch das einfach, dass ich das Signal sende. Weil wofür, also was hilft es uns, wenn... dann nehme ich deine Karten wieder zurück auf die Hand. Und dann gehe ich einfach weiter. Mhm. Oder? Empower my section hier. Ja, genau. Das ist doch viel, viel schöner. Also, ich bezahle mal diese zwei Karten hier. Warum habe ich jetzt auf einmal sechs Karten auf der Hand? Das ist ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht. Da denke ich auch, wenn es hier nicht steht, dann wenn man hier startet, plus eine Karte. Die hätte ich auf jeden Fall auf der Hand. Oh, das stimmt. Dann, naja, hi, McFly. McFly, moin. Bam. Das war nicht abgesprochen. Ich spiele zwei Karten. Und gehe hier rüber. Und packe mal. Kommst du hinterher? Einfach? Ich, ja, also ich kann den Raum gar nicht reparieren, das ist ein bisschen doof. Das stimmt. Ja, du musst eigentlich wirst du ja nicht hier hin, sondern du gehst ja jetzt hier runter, ne? Also ich will das Signal senden und hier Sachen analysieren. Mhm. Und wobei ich, also mein Wissen, das habe ich gleich oben, das ist gar kein Problem. Ja, da brauchst du auch noch nicht runterzugehen, weil das spart ja extrem viel Zeit. Also ich kriege halt ja immer mit der Karte ein Wissen. Ja. Und wenn ich einmal meine Contamination Card, die ich ja schon zwei habe, scanne, dann kriege ich auch ein Wissen. Ich möchte nur nicht infiziert werden. Wo ist denn, wir sollten noch diesen OP-Raum, den haben wir noch nicht gefunden, oder? Können wir damit nicht, mit der Dekommentation-Prozedur? Was ist das? Magst du noch mal kurz? Also Laboratory ist es nicht. Also es gibt ein Surgery. Ja, perform a surgical procedure. Nee, Surgery war das eigentlich, was man braucht, glaube ich. Das sind Zweierraum. Die sind alle drin? Nein. Nein. Dann müssen wir gleich eine kurze Bildstörung machen. McFly, wo bleibst du denn hier? Das ganze Nest ist noch voller Eier. Wir ja, wir haben hier aufgefüllt mit Eiern. Du kannst sie alle wegballern. Ja, wir sind mittlerweile 2, 4, 6. Wir brauchen die Unterstützung. 7 Eier drin. So, ich drehe den mal um und dieser Raum steht in Flammen. Ach, wie schön. Ne? Mal wieder. Ist gut, wenn der Power Generator brennt. Ja, das sehe ich auch so. Meine Art von Humor. Wir müssen ein bisschen aufpassen vielleicht, dass wir nicht zu viele Flammenmarker haben. Weil wir haben ja schon 4 hier liegen. Also wir haben noch... Ach, das kann ich nicht zählen. Ich kann aber leider gerade eben nicht... ich kann gerade leider nicht das Ding entflammen. Ich glaube, das kann ich mit einer Karte. Ja, genau. Clean up kann ich einfach das Feuer ausmachen. Die habe ich aber leider gerade nicht. Dementsprechend würde ich mit meiner zweiten Aktion jetzt hier rüber gehen. Mhm. Ja. Obwohl, eigentlich wollten wir das Licht anmachen. Ne? Das wäre eigentlich das Wichtigere. Stop Auto oder Power Section. Wir wollen die hier powern. Obwohl, geht die? Nee, die geht auch nicht gleich aus. Nö. Dann kriege ich halt eine leichte Wunde her. Je. Es ist halt so. Du bist auch ganz fit. Ja. Ich führe eine Room with a computer and in a section without power. Mhm. Nein, es ist kein Raum mit einem Computer, aber ich brauche ja auch gar keine Power dafür, ne? Das war ja angekommen. Ja, du aktivierst einfach genau. Ich schalte das Ding einfach an. Und zwar. Immer in die Klöten, ja. Das kostet 2 Aktionen. Ne? Genau.
Genau. If you're in a white or yellow room, use its room action without playing cost. Ich wusste doch, dass ich dafür was auf der Hand habe. So, dann fahren wir doch mal wieder das Ding hoch. Und ich kriege eine leichte Wunde. Du bist dran. Mein Problem ist, ich habe gerade nichts Sinnvolles, was ich machen kann. Weil du den Raum nicht repariert bekommst. Mit den Karten nicht, aber wenn ich ja nichts mache, ja, du, dann mache ich auch nichts. Du kannst zu mir rüberkommen, wenn du möchtest einfach. Ich kann am Ende meine Karten anwerfen. Einfach so, das, ne? Kannst du auch machen, aber du kannst zu mir auch rüberkommen und den Raum looten. Kann ich auch hier. So, ach, das kannst du auch nicht, ja? Keine. Doch, eine falsche Karte habe ich. Ja. Und das ist ja auch dieses Waffending. Mhm. Vielleicht finde ich ja nochmal eine vernünftige Waffe. Ich könnte noch mal einen Glowstick nehmen oder so ein Battle Pack. Ja. Vielleicht begibst du dich aber mal in einen harten Nahkampf. Wir powern das, ne? Jetzt, ne? Komm. Weil ich meine, das ist ja nicht meine Aktion, die ich brauche, oder? Das machst du in der Melee-Action. Das machst du in der Melee-Action, genau. Ja, ich finde die Glowsticks eigentlich ganz nett. Ja, warum nicht eigentlich, ne? Wer von euch hier zugucken, hat denn schon auch alles Nemesis oder Nemesis Lockdown gespielt? Ich bin ja auch blöd, ich sollte einfach mal auf meine Karten gucken. Ich hätte ja einfach hier den Malfunction-Marker auf das Karten können. Dann hättest du das auch mal gemacht. Komm. Ne? Ich habe ja das Toolkit dabei. Also. Dann habe ich nämlich auch schon eine Idee, was ich als zweites mache. Ja, das ist ein bisschen, ne? Wenn man hier mal so rüber guckt und hier gar nicht drauf guckt, was man hier hat. Die beiden. Also der kam weg, genau, der Malfunction-Marker. Ab und. Ping! Sense the Signal, sehr gut. Dann das war deine zweite Aktion, dann bin ich habe meine erste Aktion gemacht. Und mit meiner zweiten Aktion, da habe ich jetzt noch eine Demolition auf der Hand, die hilft mir nicht wirklich weiter, aber ich renne einfach mal hier rüber, würfle mal, habe eine 4. Das von hier Raum, das gerade der, ne, herkommt, ist klar. Und dann passe ich mit meiner zweiten Aktion. Ne, meine zweite Aktion war das ja. Achso, um das Signal zu senden, muss ich auch. Ist der Raum weiß oder grün? Der ist weiß. Nee, Quatsch, der ist rot. Dann habe ich eine Karte dafür abgeworfen? Ich glaube, einen hast du abgeworfen. Dann muss ich noch eine Karte dafür abwerfen. Zwei musst du dafür abwerfen, ne? Genau. Ja. Okay. Dann passe ich. Okay, gut. Dann möchtest du noch Karten abwerfen oder möchtest du auf die Hand behalten? Ich möchte die gerne behalten, weil die bringt mir Wissen. Sehr gut. So, CSS-Pots sind nicht los. Move Time. Der fliegt hier rüber. Sehr gut, McFly. So, jetzt ist die Frage, ist, was sagt uns dieses Zeichen da? Arthur. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Glaube nicht. Oh, ich habe Knie, das darf man nicht vergessen. Denk genau. Denk an den Knieschmerz. So, Time Check. Wo kann ich den denn dressen? Hier. Time Track. Move the Time Token on the Time Track by 1. Check if you have to resolve Auto Destruction Sequence and Alert Procedure. One Power, das haben wir nicht. So, da müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Das wäre natürlich schön, wenn es da stehen würde. Karl war jetzt, glaube ich, schon tot, ne? Ja, aber den hast du jetzt schon erwischt gehabt, leider. Ah, hey, wo ist das denn hier nochmal? Auto Destruction Sequence. Cooling System da. Ne, die Auto-Destruction wollen wir ja nicht machen. Vielleicht ist das ein Marker für die Auto-Destruction oder so. Also, weil ich erinnere mich daran, dass Spartacus noch gesagt hat, da passiert irgendwas bei dem Wechsel von 9 auf 8. Aber ich sehe halt leider nicht mehr was. Es wäre einfach schön, wenn es da eine Erklärung für geben würde. Statt dass da einfach nur Time Track steht. Wir haben angefangen vor auch schon anderthalb Stunden. Mhm. Das ist irgendwie sehr schnell vergangen jetzt die Zeit. Ja, das stimmt. Das ist wie eine Partie Machina Arcana. Das haben ja alle geschrieben, ne? Soll es sehr einfach sein, das Spiel. Ja. Und du wolltest es noch mit den einfachen Regeln spielen? Ja, auf jeden Fall. Wenn die Königin kommt, können wir schnell Karl anrufen. Ja, der freut sich bestimmt dann.
Ja, keine Ahnung, wo es stehen könnte. Es steht leider nicht bei der Sache, wo man weiterzieht. Aber es gibt ja extra den Bereich Flow of the Game, ne? Da gibt es den Bereich Time Track. Moving the time token on the time track by one slot to the right and resolves the following steps. Check if you have to resolve auto-destruction sequence and alert procedure. Wann würden wir das denn machen? Ja, da steht leider da nicht. Da steht nur More on Auto-Destruction, see Room Sheet Page 27. Oder More on Contingency 11, More on Power 24. So, 11. Die Staircases hier sind noch immer in Darkness, ne? Ja. Tja, man weiß es nicht. Vielleicht ist es noch irgendwo hinten erklärt hier mit irgendwelchen Symbolen. Ach nein, sowas gibt es hier ja nicht. Auto-Destruction steht jetzt auch nicht bei, oder? Naja, es gibt halt nichts, was Auto-Destruction erklärt, sondern es Seite gibt 10. auf Seite 10. Das hätten sie mal hinschreiben sollen, wenn das irgendwo ist. Haben Sie hier. Ja, nee, hier haben sie es nicht erzählt, da bei dem. Und hier Auto-Destruction Seite 10. Auto-Destruction Sequence. The Auto-Destruction Sequence is initiated by performing the Cooling System Room Action. If any character has done this, takes the Auto-Destruction Token and place it 3 slots forward on the Time Track. Place, nee, bla bla bla, nee. During the Event Phase of the round, marked by the yellow Auto-Destruction Token, the token is moved by another 3 slots forward and flipped to the red side. Nö, dann flippt das und dann musst du nochmal, dann wird die Station zerstört, aber das hat auch nichts damit zu tun. Dann hat das wohl nichts zu bedeuten. Ich dachte, das wäre jetzt das Main Gate, aber das Main Gate geht auch nicht auf. Das hängt auch nicht damit zu tun. Wann geht denn The das Main Gate auf? opens during the game in the following cases when the first character dies. Ja. By using certain item actions in the exit room. The auto-destruction token is flipped to the red side. That's all. Nö. Sonst leider nichts. Ja. Und hier, es gibt halt leider auch nicht nochmal irgendwie so eine Symbolerklärung, wo man das hier dann rausfinden könnte, was das hier bedeutet. Weil es gibt ja dieses Symbol hier, wo scheinbar nichts passiert. Aber. Das ist ja auch der Übergang von der Farbe auf die Farbe. Ja, stimmt, das auch noch. Er muss doch was sein. Grüß schön, dein Family McFly. McFly, mach's gut. Gibt es doch gar nicht, dass man da irgendwie nichts. Nochmal beim Voranschreiten. Also ab jetzt ist der Isolation Room usable. Ich glaube, das wäre, oder? Nee, das ist einfach ab 8. Also ab hier kann man den ja benutzen. Vielleicht ist das dafür die Markierung. Ja, das wird dafür. Ja, das wird dafür die Markierung sein. Und das stand beim Isolation Room, oder? Das ist mir gerade eingefallen. Sehr gut. Also Ja, hier ist es. When the Time Token ist. Schön, dass es auf der Rückseite drauf steht. ja. Warte. When the Time Token is Der on the liegt ja auch slot erstmal number nur so 8 on rum the da. Time Track, flips es. Ach, wir haben ihn auf die falsche Seite gepackt. Okay, jetzt liegt er so da. Ja, das ist alles gut. Wir haben es gefunden. Sehr gut. So. Ja, das war das. Das war der Time Token. Noise Removal haben wir leider nicht, weil wir überall daneben stehen. Intruder Tag haben wir nicht. Fire Damage haben wir nicht. Resolve Event Card, das mache ich mal. So, er bewegt sich nicht. Dann Egg Protection. Resolve an encounter for each character who's in the nest or is carrying an intruder egg. Each character gets one confirmation card, wenn wir in der Dunkelheit wären. Sind wir aber nicht, also daher passiert nichts. Weil wir es gepowert haben. Ich habe einen Glowstick, also wenn Ja. ich irgendwas höre, mach ich klack. Ja, sorry. So, dann Intruder Deck, du hast recht.
Hallo Bobby Lies. Komm, ich ziehe. Hast du schon Post bekommen? Ich ziehe was Schönes zusammen. Ja, ja, wir machen mal was. Ne? Bei mir aus der 4. Hier, komm, ich fange schon mal an. Der einzige Zahl, den ich nicht ziehen durfte. X. Ah, wir haben noch einen Gewinner. Und ich ziehe mir mal. Jetzt läuft das Spiel auf dem Ruder. Ich ziehe mir jetzt auch eine. Du hast eine Larve. Ich krieg eine Larve, ne? Genau. Dann hätte ich gerne eine Larve. Die hast du, glaube ich. Ah, die habe ich. Das stimmt. Bam! Das stimmt, das Spiel hat ja noch Minis. Wir hatten es vergessen. Wir hatten es vergessen. Ne? So, was möchtest du haben? Ich möchte Play drücken, ich möchte. Oh, ich krieg sofort einen Angriff von der, oder? Wie ist das nochmal? Wenn du keine Karte hast. Ich hab gar keine Karte auf der Hand, leider. Ja, dann haut sie dich vor um. Und was macht nochmal, wenn eine Larve angreift? Oh, nice. Bam. Da war doch irgendwas Besonderes, Ekelhaftes, wenn eine Larve angreift, oder? War das nicht die Geschichte? Ich glaube, die springt auf dich und springt dir ins Gesicht. Und saugt sie gleich fest oder so? Ist das nicht der genau, ist das nicht der Gesichtssauger? Das wirst du da nicht auffunden, weil das ja nur Räume sind? Nö, hier ist auch eine Roots haben. Ah, schön. Super. Die habe ich noch nie benutzt. Das erklärt einiges. Boah, man muss einfach dieses Spiel häufiger spielen. Darum spielen wir es ja gerade. Ne? Schuhschick haben wir schon. Bauer auch nicht. Intruder Attack. Intruder Attack, hier. Ja. Choose the target character as one of the fewest cards in the hand. Draw an Intruder Attack. Card and resolve it if any Intruder symbol corresponds to the hand. Ja. Mhm. Ich glaube, hier am Larven gar keine besonderen Regeln mehr, oder? If the Intruder Infest, if the intruder attack is performed by a larva, do not draw any intruder attack cards, apply the following instead. Remove the larva miniature from the board, then if the character being attacked doesn't have a larva on their board, place on there. The target player gets one confirmation card. Ah, das finde ich jetzt nicht so schön. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich meine, ich bin so super ausgerüstet eigentlich. Aber das wäre der Klassiker, ne? Das ist ein Flammenwerfer auf einmal kommt. Mhm, genau. Und was passiert noch mit der Larve? Irgendwas Schlimmes war doch da. Du stirbst, wenn du eine hast und diese komische Ereigniskarte ziehst. Stimmt. Und ich muss sie auch noch irgendwie loswerden, glaube ich, ne? Mhm. Wie werde ich denn die Larve nochmal los? Im Dekombinationsraum vielleicht? Scan all Contamination Cards in your hand, remove all infected cards. If you have a Larve on your character board, remove it. Ja. Na toll, da kommen wir gerade erst her. Und du hast jetzt erstmal hier was zu tun. Ja. Aber weißt du, was das Schöne ist? Du musst keine 8 Knowledge mehr haben. Ja, außer, fährst die. Na, ja, mal gucken. Vielleicht fühle ich mich auch ganz wohl mit meinem neuen Freund. Ja, gut, wir können den lassen, können hier hin und können abhauen. Hier, mit meinem Rechnung. Ja. Das machen wir. Dann haben wir gleich gewonnen. Ja, gucken wir mal. Ist ein bisschen einfach. Ne? Na, schauen wir mal, genau. Du hast den Gegner gezogen, ne? Oder? Du hast dein Ding ist. Der Blank. Blank. Was passiert immer beim Blank-Marker? Hier. Aber haben wir schon alles. Ich habe hier aufgefüllt. Ne? Genau. Du wirfst erst ab und dann. Ach, stimmt, richtig, ja. Der Gesichtssauger, sagt Ralf. Genau. Frechheit, ne? Der Gesichtssauger kam doch aber aus Munchkin, glaube ich, ne? Da gab es den noch auch. Ja, Facehugger ist es. Auf Alienisch. Ja. Gab es auch so eine Karte da. So, wo ist deine Routine, der kleine Freund? Ach, hier. On your board. Oh. As you requested. Ich bin Starspieler, ne? Du bist Starspieler, auf jeden Fall. Ich mache erstmal eine Rushed Analysis. Hm. Gerne. Warum steht nur diese Aktion hier eigentlich gar nicht auf dem Board, dass man die hier machen kann, frage ich mich so ein bisschen. Also warum ist das dann wieder... Warum sind das wieder Sonderregeln, die man wieder irgendwo hier drin feststellen muss? Im Alert Room. Ja, das ist 2 Karten kostet einfach. Also, if you remove at least one card this way, remove mal die hier. Gerne. Kriege ich ein Knowledge. Mhm, schön. Leider habe ich einmal eine Infected Karte. Jetzt kommt die Procedure. Mhm. Die steht sicher auch hier drauf. Oh, kommt jetzt diese Geschichte gleich, wo du gleich tot sein kannst? Nee. Na, wer weiß das schon so genau?
die besondere Procedure. Infection Procedure. Infection Procedure. Craft Items, Crafting, Searching, Character Hands and Inventory, Objective Items, Power, Knowledge and Weakness, Character Wounds and Death, Contamination Cards, Intruder Attack, Dressing and Healing Wounds, Knowledge Tokens. Tja, keine Ahnung. Wo auch immer es eine Infection Procedure gibt. Intruder Retreat, das ist schon wieder was anderes. Nope. Scanning and Removing Contamination Cards. Hier könnte es sein, aber steht hier nicht so richtig drunter. So, also. Hier haben wir was. Takes the scanner and place... A rare character may try to get rid of their contamination cards through several different ways. Like the rest action cards, the decon room, the surgery room action and the antiseptic item action. Each card room description details the procedure to follow. Must of the procedure requires a scan of the contamination card. Scan is performed in the following way. Takes a scanner and places its red foil part over the coded field of the contamination card you are scanning. In one of the lines, wissen wir. In both of the cases, any additional scanning effect is explained in the description of the given action card, room action or item action. If you are infected, place a lava miniature on your character board and do not remove the contamination card. Jetzt fangen wir beide damit an. Wenn wir mit einer falschen Eingangskarte kommt, ist einfach das Spiel zu Ende. Ja, genau. If there's already lava on your character board, your character dies. Additionally, place one creeper in the room where you died. Achso. In any rules, ask to remove a contamination card, place this card on the bottom of the contamination deck. Moment, aber wir werden also so nicht die contamination cards los. Die nicht, die musst du rausoperieren. So, und rausoperieren tun wir sie wo nochmal? Surgery. In der Surgery. Und die Surgery ist vielleicht gar nicht mit im Spiel? Also hiermit bekommen wir die ja auch immer hinweg. Die normalen Karten. Ja, aber die Larve. Die infekte Karte, weiß nicht, wie man die rausbekommt. Vielleicht, wenn du es einmal in dir hast, hast du es in dir? Scan all contamination cards in your hand, remove all infected cards. If you have a lava on your character board, remove it. Ja, okay, damit kriegen wir es raus, genau. Wir müssen da jetzt rüber. Worüber? Das, dahin, zu dem Raum. Aber dann kriegen wir nicht die Karte weg, oder? Nee, doch, die infected Karte kriegen wir mit. Ah, sehen. Das kriegen wir mit. Aber ich werfe einfach erstmal zwei Karten weg und sage, kill all who did not send the signal. Ist es nicht. Ist es nicht. Und kill all who have four or less knowledge. Das ist auch nicht. Schön. Weil sonst hätte ich mich dann noch arbeiten müssen. Genau. Mhm. Wir wollen, man will nicht dumm sterben. Ja. Ja, genau. Und ich weiß auch gerade gar nicht, warum diese Karten hier alle umgedreht sind und meine nicht. Weil ich gerade neu gemischt habe. Die kommt da eigentlich. Lege ich jetzt die Karte eigentlich ab oder beide ich auf der Hand? Welche? Die bei der Procedure eben? Ich glaube, das ist egal, weil du damit eh nichts machen kannst. Das stimmt. Ne? Ja, das ist ein Klinikspiel. Das ist die Klinik Teil 2 hier. Ja. Alarm in der Klinik. Hashtag, da läuft was schief. Na, schöner Einfall. Ja, hier, der Arzt, der dich operieren wollte, vor dem ist er weggerannt. Mhm. Ne? Der Feinde, er hat ja was Besseres zu tun. Dann bist du durch, ne? Ich bin durch. Ich kann auch nichts mehr machen da. Ich habe jetzt quasi alle 4 Karten rausgehauen, die ich habe. Also ich könnte jetzt ein Wissen bekommen, mhm. Ich könnte laufen, was ich auch mal tun sollte, aber ich habe ja Knie. Mhm. Wir sollten da mal irgendwie gucken. Eigentlich müssen wir wirklich nur daran arbeiten, dass wir herausfinden, wie Leute sterben. Mhm. Na gut, und unsere Infection-Karten sollten wir rauskriegen, weil ansonsten könnte es... Da hin. Ja, und da müssen wir dann hin. Eigentlich müssen wir nur hier hin und dann da schlafen gehen. Aber wenn wir das beides entfernen, brauche ich ja trotzdem das Wissen. Das wissen wir auch so noch, das stimmt. Ja, darum. Du musst an dem Wissen arbeiten und ich arbeite hier dran. Dann spiele ich das hier, weil ich könnte jetzt, da ich ja 4 Knowledge habe, könnte ich auch 2 Eigenskarten ziehen. Okay. Einen nach oben legen, einen unten drunter. Nö. Auch gut. Oder ich könnte 2 Tool Attack Karten ziehen, einen oben drauf legen, einen unten drunter. Auch schön. Ich arbeite mal an meinem Wissen. Genau, sehr gut. Ja, ist einfach so gut. Ist einfach so klischee-mäßig, wie ich mit Wissen 1 dann hier ne, alles... Du hast halt Muskel. Ja. Ich habe das Wissen über die Station. Und eine Waffe. Ich habe das Wissen über die Station. Mhm. Ja, ich habe einen Flammenwerfer und diesen Pressure Washer.
Ich passe und werfe meine Contamination Card ab. Wir kommen ja nicht runter, ne? Nee, wir kommen ja nicht runter. Wir müssen schon da hinten lang gehen. Das ist auch geil, dass das Cargo Sending System hier ist. Das könnten wir noch das auch nutzen. Will ich da hinlaufen? Ich kann gar nicht laufen. Du kannst gar nicht laufen. Du könntest den Computer mal benutzen. Move the Nova, nein. Peek at the chosen CSS Token. Peek at all. Ja, das andere ist egal. Du könntest schon mal so einen CSS Token dir angucken. Welchen? Vielleicht nicht den nächsten, weil die sind ja. Vielleicht. Ja, ich glaube, der ist eher wahrscheinlich, dass wir den kriegen. Aber den, das sind. Startet gar nichts? No, no. Ja, das ist eklig. Weil den hier, das wird ein bisschen knapp. Na gut. Das wird auch knapp, aber aus einer anderen Richtung. Ja. Ne? Okay, dann haben wir beide gepasst. Du bist Startstelle, du darfst einmal. Also erstmal gucken, was hier passiert. Oh, na toll, guck mal. Gut, wir haben aber noch kein Ziel erfüllt. Wir können auch nicht weg. Nee, aber das ist halt dreckig, wenn der natürlich. Der hätte. Ne? Dann haben wir Move Time Track. Zack. Passiert nichts und gleich geht wieder ein Licht dann aus. Dann haben wir. Haben wir das hier schon weggelegt? Nee, noch nicht. Noise Removal. Haben wir nichts, ne? Nein. Fire Damage haben wir nicht. Event Card. Wir können Fire Marker retreaten, wir können zwei Power Tokens swappen und wir können alle Contingencies von einem anderen Spieler angucken. Ja, das haben wir noch nie gemacht. Fire in the Hole! Der bewegt sich. Aha. Hier rüber, also im Vergleich zum letzten ist hier. Fire in the Hole klingt aber irgendwie schon wieder übel. Klingt eigentlich nach. Ich habe eine Granate gerufen. Ja, genau. Place a Fire Marker in the Cargo Sending Systems A, B and C. Na, zum Glück haben wir noch eins offen. Vielleicht müssen wir bald mit dem Feuerlöscher ran. Each character there with no action count on hands of his one series. Puh. Okay, was ist da explodiert für eine Gasflasche? Oh, genau. Sieht dafür aus, als wäre da wirklich was. Da ist echt was explodiert, ja. Ja, schade, dass man das Artwork immer gar nicht so richtig so, weil es nimmt halt nur so einen kleinen Teil an. Das ist schon immer ganz nice. Okay, dann. Also schon einfach, also ich würde sagen. Setting ja. Aber ne, Raumschiff, okay, kann man auch mehr mögen als das hier. Ansonsten ist es einfach Nemesis 1.5 und ich wüsste nicht, warum ich irgendjemand Nemesis empfehlen sollte, weil das ist irgendwie einfach. Genau, das ist nur die Raumschiffgeschichte. Ja. Sehe ich auch so, total. Alles andere. Die Aliens sind halt auch ungefähr exakt die gleichen, die machen nicht so viel anderes. Ja. Komm, wir müssen mal. Ja, bei dir ist das ja easy. Ich auch, ich würfe mal hier. Ey, guck mal, ist schon wieder der Sound, der da von da kommt. Nix. Und? Na komm, du weißt, der kommt einfach wieder. Ne? Ganz entspannt. Und es ist. Na komm. Du wolltest es doch nicht anders. Du hast dich doch gefragt, warum derjenige hier gerade an der Tür herumbaumelt. Hattest du noch Karten auf der Hand? Auf jeden Fall nicht. Vier. Oder drei. Drei. Ja, drei ist auch hart. Dann hast du einen Gewinner. Gucken wir mal. Und es ist. Ja. Cut. Oh. Also ich war wieder hier. Ist man dann hier wieder? Nee, da ist man weg. Da ist man weg. Quasi. Also bin ich jetzt da. Wenn du Light Wound kriegst, dann ja. Das ist nicht in das Darkness, das ist gut. Mhm. Und eine Contamination Cut. Oh. Meine Güte. Okay, du kriegst den jetzt da weg, ne? Mit deinem Glowstick. Oder muss ich jetzt was machen? Nee. Okay. Hier, der übrigens, der schon, der eigentlich ist der, das ist ein Wanderer. Ja. Den brauchen wir gar nicht mehr ernst nehmen. Gut, dann ziehen wir nochmal 5 Karten. Also ich kann natürlich zu dir rüberkommen, wenn du möchtest. Aber wenn du das alleine schaffst, mach mal weiter. Warte, ich guck mal hier. Mhm. Er ist so tot. Dann fange ich an. Ich spiele 2 Karten aus. Und ich würde mal sagen, schade. Save all. Das wäre am schönsten gewesen. Schwierig gehen. Das ist aber ein Klinikspiel, ja. Das soll das andere mal machen hier. Mit dem hier, das wäre auf keinen Fall. Und dann. Das haben wir auch da, der brennt zum Glück nicht, aber. So ein gutes Spiel. Wir müssen dieses Jahr eigentlich wieder in den Top 10 machen, wenn ich mir das Spiel ein bisschen höher ranken als letztes Mal. Vielleicht sind 2 Plätze rum. Dafür können wir gerne mal die ganze Liste machen. Ja, so eine so die Highlight-Spiele. Obwohl, das machen wir ja dann am Ende des Jahres. Obwohl, das sind ja eher so die Spiele, die neueren dann wieder.
Neueren? Naja, aber die Top 2021, da kommen ja dann. Das sind die aktuellen Top 22. Ne, sind die ja, aber vielleicht drin. Sind die auch gleich nach Top 100 drin. Weil jetzt Platz 2 letztes Jahr. Ja. Kill All in CSS-Pods. Gut, dass das raus ist. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir. Also, wir wollen ja eigentlich mit dieser Kamera da. Achso, ja, das könnte immer noch sein. Ja, den Plan müssen wir vielleicht. Es ist ja noch das drin, ne? Also, es ist der eine mit Kill All in Isolation Room. Mhm. Also, der. Und Fearless Knowledge ist noch einmal was, da. Wo kommen wir denn da hin mit Kill All in the Isolation Room, Bunker und CSS-Pods? Ah, nein, Bunker und CSS-Pods are safe, genau. Mhm. Und. Ja, es muss der rote noch raus. Genau, aber wir haben ja noch einen hier, den müssen wir uns gleich angucken. Ja. Aber ich habe doch irgendwas irgendwo mal gesehen, wo man sich das angucken kann. Moment, wenn es der rote nicht ist, welcher ist es dann? Und zwei blaue haben wir schon. Da haben wir noch den mit dem Fear Knowledge, ne? Ach, fuck, den gibt's nochmal. Mhm. Ja, da brauche ich doch noch Knowledge. Ja gut, wenn du stirbst und ich lebe, ist alles okay. Das stimmt, fürs Teamaufhören geht auf jeden Fall bei diesen Sachen. Okay, du bist dran. Also ich hatte ja so einen Freund. Ja. Dann spiele ich mal die Vivisection. Mhm. Ich skale einen Use hier. Mhm. Da ist eine Schule, ich schuße ihn. Ich kriege eine Wunde. Mhm. Plus leider nur drei Wunden. Mhm. Also vier Wunden. Was ist das denn für eine geile Karte? Zieh mal keine fünf. Okay. Tot. Tot. Ha, so. Und? Also nicht, dass ich jetzt nicht glauben würde, aber das klingt ja einfach Hammer. Du musst erstmal ein bisschen arbeiten. Discard ne? One, use from your. Achso, aber und wie kriegst du da noch irgendwie use wieder Duck drauf? Ducktape oder ein Tool. Ah, Band. Okay. Das ist nämlich das Problem. Ja, okay, das ist schon ziemlich geil. Einfach an der richtigen Stelle mal zugekniffen. Ja. Ne? Die Probe könnte ich mir mitnehmen. Dann könnte ich hier noch. Ne? Das heißt, dass nicht nur beißt und dumm stirbt. Ein bisschen. Man sagt ja dumm, vielleicht heißt ja auch dumm stirbt gut. Danke. Du bist dran, du hast noch eine Aktion. Ich habe noch eine Aktion. Ja, du könntest dich langsam schon mal auf den Weg gehen. Ja. Mit deinem Humpelbein. Also ich schleich mal hier rüber mit zwei. Ja, dann müsstest du, glaube ich, noch eine Karte mehr spielen, weil du ja immer eine Karte mehr spielen musst. Nee. Nee. The cost of the careful movement action is still 2. Ah, okay. Na gut. Mhm. Und das waren zwei Aktionen. Okay, dann ich mache nochmal meinen Emergency Key. Mhm. Und schließe nochmal eine Tür. Der Schuss für alle Fälle. Also, ich muss sagen, der Xenobiologist gefällt mir sehr gut. Den würde ich gerne häufiger spielen. Finde ich großartig, auf jeden Fall. Ich mag aber den Janitor auch. Ja, das ist gekommen. Und ich muss sagen, die Charaktere sind ein bisschen, also es haben viele, ich habe ein paar Kommentare gelesen, so Leute schon so, Alter, ne, Fanmade-Charaktere und Aliens, die Pest, die Seuche, ich bin aus dem Kickstarter wieder raus, weil so uninteressante Charaktere. Ich finde also, es jetzt interessanter als beim ersten Spiel. Ja, also immer so ein Kapitän und so ein Piloten. Klar, wir sind entweder gleich tot oder auf einem guten Weg, es zu schaffen, aber. Wir werden gleich gewonnen, ja. Kannst noch in Ruhe aufbauen, essen, alles easy. Dann bist du dran. Ich habe gepasst. Ich schleiche nochmal. Ja. Hier rüber. Wie sieht es eigentlich hier gut aus? Und ich. Ja, das sagt hier reinkommt, ne? Ja. Gut, dann passt er auch. Muss ich? Gut, dann Launch CSS-Ports. Ja, ich. Ne, Time Track. Zack. Noise Removal. Ne, der da nicht, aber der kommt weg. Ich brauche mal Duck-Tape. Intruder Attack haben wir nicht, Fire Damage haben wir nicht. Ich mache eine Eventkarte. Und er bewegt sich Richtung 3. Oh, er verschwindet. Oh. Er verschwindet ins Nirvana. Aber er hat auch keinen Schaden mehr? Dann hat er keinen Schaden mehr. Nein, der war doch fast tot. Ja, dann kommt der Affe wieder in den Beutel. Sicher? Ja. Nee, das kann nicht sein. Doch, der geht einfach in den Technical Corridor, glaube ich, jetzt zurück. Aber der ist doch. Und dann leckt er sich die Wunde. Der leckt die Wunde. Und der Marker heißt auch Noise in Corridors. Mhm. Ne? Place a Noise Marker in Technical Corridor. Kann das auch eine Kamera ausrichten, kannst du schon mal. Außerdem, wenn du eine Kamera ausrichten. If there's no already one there, if there's remove one malfunction, one fire marker from the pool. Nee, haben wir nicht. Und im Dunkeln? Nope. Ich bin im Dunkeln. Nee. Nö. Auf jeden Fall alles viel Power. Each character in a room with the technical corridor. Nö, passiert das nicht. Ja, wir haben die Kontrolle über das Brett, das ist etwas sehr Ungewohntes. Ja, kennt man gar nicht so. Ne?
Und dann zieh einfach mal raus oder ich zieh raus. Oder ach, du hast schon rausgezogen. Eine Larve. Ja, dann. Ist das eine Larve? Nee, ist nicht eine Larve, das ist ein. Ne? Die Unterstufe. Removes this token from the intruder bag and add one breeder. Genau, kommt nicht ein Breeder. Zu the intruder bag. Ja, aber Breeder sind doch. Ja, das sind die richtigen Karten. Das sind die, wo man auch zwei Karten zieht. Glaube ich dir? Du hast recht. Das sind quasi. Ja, das sind die ganz ekligen. Die nicht haben möchtest, genau. Die müssen erst wachsen. Ja. Gut, dann war's das. Okay, dann komme ich mal hinter dir her. Aber du bist erstmal Startspieler. Wir sind halb getötet. Wir haben ganz toll oben und. Kann man hier noch suchen, das ist alles nirgends. Oh, schön. Der Adler kommt natürlich raus hier. Zack. Ach so, ist von Backfield. Ja, denkt dran, ach, der Feuerraum interessiert dich ja nicht. Weil das ist so eine krasse Waffe. Ja. 4 Schaden mache ich, also ich mache. Ja, das stimmt. 5 Schaden. Ja, das ist einfach, also wenn das Ding voll ist, kill ich jedes Alien. Der Hammerraum. Ob das so funktioniert? Ja, und gut, aber das liegt einfach daran, dass du jetzt auch Maximum auf. Ich meine, das ist doch mal geil, oder? Wann kommst du schon mal dazu, dass du das so ausbilden kannst? Das will man noch mal haben. Ach Gott, ja, danke. Ich habe ja noch einen hier von sich gerade. Ja, ja. Mhm. Toll. Ich hätte doch die Karte nehmen sollen, wo ich hier in den technischen Korridoren herum klettere. Ist der Raum weiß oder grün? Nein, doch, der ist weiß. Wovon hängt das ab? Von der Hintergrundfarbe hier, glaube ich. Okay, weiß ist gut. Und Weiße haben dann auch alle drei Symbole drauf, weil die halt quasi Joker sind. Ändert CS Pod A. Könnte ich ja machen, ne? Mhm. Wenn ich vorher noch Wissen 8 bekomme. Ich muss jetzt nur die Rest-Karte spielen, schon echt tot. Ja, wenn man keinen Bock mehr hat. Leck mich, ich bin raus. Genau. Einfach eine Tasse Kaffee. Und dann. Ja, du darfst anfangen. Ich? Ja, ich darf anfangen. Nee, ich bin gerade rübergestellt hier. Okay, ich suche mal nach Ducktail. Sehr schön. Waffen habe ich genug. Ein Glowstick ist für mich eine tödliche Waffe. Komm, ich guck mal für dich. Mhm. Und. Nein. Es ist ein Glowstick? Ne, es sind Close. Es glüht nur so. Was? Entweder Closes, nee, also Klamotten, nicht. Oder du könntest für mich hier das nehmen. Oh, Dress One Serious Wound. Das wäre doch ganz nett. Da hast du dir so ein bisschen. Oh, das nehme ich. Ne, das ist ein bisschen so ein Verbandstück. Dann kann ich besser laufen. Oder dann mach den doch gleich, oder? Okay. Dann gebe ich die Pheromone aus. Und Dress One meine Serious Wound. Sehr gut. Okay, ich gebe 2 Karten ab und es ist der letzte und jetzt die große Spannung. No. Sehr gut. Okay, also ich muss kein Knowledge mehr haben, aber es ist der rote Marker. Das heißt, wir sind nicht im Isolation Room safe. Oh nein. Und wir müssen zum Bunker. Wir müssen Bunker und CSS-Pods, die sind sicher. Gut, ich habe einen Amber-Suit, ich kann einfach, du kannst den Bunker und alles easy. Ja, das Problem ist, die sind halt ein bisschen weit weg, ne, alle. Wir müssen die scannen, weil wir haben ja alles geschafft. Wir haben das geschafft und wir haben, wir durch sind, das, weil genau. Ich mein Wissen noch einmal hoch. Ja. Also der Isolation Room ist nicht safe, ja? Der Isolation Room ist nicht safe. Also das ist der oberste, ja. Na, guck mal, wir haben diese hier alle weg. Wir haben also den grünen, der grüne liegt hier. Mhm. Die zwei gelben liegen hier. Dass mir das irgendwas sagen würde. Ach ja, danke. Ja, aber der Save All, die zwei mit dem Knowledge, die zwei blauen mit Killed Did Not Sense a Signal. Mhm. Das ist das, ich finde diese Mechanik sehr geil, muss ich sagen. Ja. Das ist viel besser als diese andere. Das andere war stimmungsvoll natürlich mit dem Kurs senden und sowas, aber du hast es niemals irgendwie richtig gut spielen können. Und dann der Schwarz ist auch weg mit Kill All CSS Pods. Okay, dann bleibt, ja. Bleibt nur der rote. Das heißt, der Isolation ist schade, weil das wäre der einzige. Das wäre ein Traum, das wär das, zack, zack, genau, fertig. Das wäre halt das Beste. Das ist auch dreckig, das ist genau das natürlich.
dann ist das läuft so gut. Ja, natürlich, ja, ist, das, ja, natürlich ist das. Okay, das war meine erste Aktion. Und meine zweite Aktion, ich könnte ja noch gucken. Hast du schon mal Koop gespielt? Das hier? Ja. Nee, also, nimm es an sich? Nee. Warum? Nee, ich auch nicht. Nee, noch nie. Ich war immer neugierig, ob das ja, so ist, nicht so geil, aber auch. Hat dann einen Charme, aber ist auch gut. Also ist halt vom Spielgefühl kommt sehr viel rüber, nur halt dieses so, Alter, vielleicht erschießt du mich gleich. Ja, ja, klar. Die Panik ist natürlich nicht da, sondern man hilft sich eher, ne? Genau. Das ist die helfende Hand. Ich könnte sagen, es ist wie Winter der Toten in Kooperativ, aber. Winter der Toten ist ein Kackspiel. Ich ahnte, dass du sowas sagen musst. Ich gucke mir mal zwei Räume an. Magst du das? Ich finde das schön. Würde ich heute vielleicht auch mögen. Ich finde das semi-kontraktiv. Wir haben echt schöne Runden da gehabt. Also vor allem, wenn es dunkel ist und im Winter kalt draußen. Ich finde halt, das ist ein bisschen weniger als die Summe seiner Teile. Weil also die Mechaniken sind die zusammengewürfelt. Hier ist das, ja, aber dieses, du wanderst halt rüber, guckst letztendlich, was da passiert. Auch da hatten wir schon, genau. Aber das ist das Problem. Das genau. Auch passieren, du hattest einfach, genau, Scheißaktion. Das ist zum Beispiel geil. Oh, hast du dir jetzt angeguckt? Ja, die gucke ich mir an mit meinem Plan. Und wer bist du dran? Schön, dass ich zu einem die Tür zugemacht habe. Wir sind auch kurz vor Ende mit einem Spiel und wir haben einfach nichts hier auf dem Feld. Ja, das ist natürlich kurios, weil wir sind natürlich auch super ausgerüstet dafür eigentlich. Ne? Ja. Ich suche nochmal. Und ein Toolbild. Ich kann entscheiden. ist egal, ich werfe das gleich ab. Und ich mit der zweiten Aktion werfe ich das auch ab und lade hier von meinem Probe-Arm, den ich zu einer kleinen Killerwaffe gebaut habe. Ja. Um. Ich gehe mit einer Aktion. Ja, wir wissen jetzt ja leider nur gerade nicht, welches von den Dingern online noch ist. Ne? Also, das ist ja, könnte noch einmal sein No Lunch. Könnte? Ja, wir drei sind drin. Mhm. Und wir haben hier einen. Ja. Zwei. Ja, es ist noch ein No Lunch drin, es ist noch ein A drin. Also noch ein weiterer No Lunch und noch ein B und ein C. Ich habe natürlich jetzt hier B und C, was gut ist. Ach ne, der A-Tracker ist auch noch drin. Und einer ist nicht drin. Stimmt, richtig. Moment, wir haben noch ein No-Launch und A, B, C noch einmal. Genau, und einer davon ist nicht drin. Wir sollten Computer nutzen, um uns die anzugucken. Ja, das stimmt. Und den Computer kann ich hier nirgendwo nutzen, weil hier nirgendwo ein Computer ist. Das ist ja super. Werden die Sektionen überhaupt hier sein? Mhm. Ja, ich habe leider keine Karten mehr, also dementsprechend bin ich fertig. Ja, gut. Und du bist Startspieler, du darfst den ganzen Rest handeln. Genau, Launch CSS-Pods haben wir. Ja, einen müssen wir jetzt. Und A geht raus. Das heißt, der da ist schon mal nicht mehr usable. Mhm, gut, der ist eh kaputt. Dann geht der in weiter. Ja, aber das ist dreckig, weil das wäre der beste für dich gewesen. Das stimmt. Ja, gut, darum komme ich auch. Ich bin ja schnell. Ich habe jetzt wieder 50. Es kann immer noch sein, dass die beiden nicht nutzbar sind, ne? Also einer. Es kann auch noch einer von den beiden noch einen No-Launch sein. Dann müssen wir halt oben raus. Boah, das ist aber ein ganz schönes Gerät. Schon Weg, wenn man ganz unten der Station ist und da überall Aliens sind, finde ich auch schön, das Spiel zu erklären. Ja. Oh, das stimmt, auf jeden Fall. Ne? Sagst du, hier, nehmen wir das, guck mal, so ein schönes Koop-Spiel beim nächsten Spiel und so. Und heute und wir Spiel, hier sind noch eure Ziele. Ja, genau. Und heute zeigen wir uns unsere Ziele mal nicht. Mhm. Und heute mache ich euch fertig. Genau, ich habe da so was anderes draufstehen. Ja, ja. Move the Time Track habe ich gemacht. Jetzt geht was aus und zwar leider bei mir der Strom. Warum? Weil da ist das blaue Symbol. Warum bei dir? Weil es die 3 ist. Da ist eine Launch, das wissen wir. Intruder Attack. Mhm. Was? Ja, genau. Fire Damage. Mhm. Ich habe, falls euch wundert, ich habe einen Envious Suit an. Mich trifft das nicht. Envious Suit. Sand of Blood. Oh. Das riecht nach Blut. Mm. Place a noise marker in each corridor without a noise marker connected to a room with a character who has any undressed serious wounds. Haben wir nicht. Nope. Darkness. Na gut, das Spiel ist natürlich wirklich so, ne? Wenn es schlimm läuft, wird es nur noch schlimmer. Und wenn es gut läuft, dann laufen viele Sachen halt einfach auch an dir vorbei. Place an adult intruder in each room with a character. Hm? Was soll da rein? An adult intruder. Zu mir kommt ein... Wenn du eine andere Series gut hast und du nicht im Combat bist, danke. Es passiert nichts. So, wenn ich also richtig schon am Arsch wäre, würde ich es jetzt noch schlimmer kommen. Die beste Partie, Nemesis, die jemals einfach passiert ist, sofern wir es regelrecht spielen. Und ich glaube, wir machen wenig Fehler. Wir haben wirklich jetzt Fehler, aber es dürfte nichts Grobes drin sein. Also abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich beide einfach sterben, weil wir beide infected sind.
Also ich hoffe nicht gleich nicht mehr. Ja, oh Gott, wie komme ich denn da noch hin? Intruder Back Development. Ja, das stimmt, das musst du ja auch noch ziehen. Ausroll! Und here we are. No problem. Mist. Ah. Der kommt wieder. Habe ich den von rausgeholt? So. Ich habe ihn bestimmt wieder reingeschmissen. Und was siehst du dir? Blank! Mais. Leute, ne? Nicht, dass das denkt, hier ist auf der anderen Seite, aber. Da kommen sie wieder alle rein. Glaubt man es denn? Okay, ich darf anfangen. Ja, ich muss Karten ziehen. Ne? Also, ich muss in den Raum, um die Karte abzuwerfen. Anders funktioniert es ja nicht. Ah, ich weiß nicht, ob ich immer den Item-Counter reduziere. Das habe ich reduziert, immer noch mal eins. Bei welcher Geschichte? Bei meinem Field Experience, dass ich ein Wissen bekomme. Ich glaube, ich habe es so immer gemacht. Ich glaube, du hast es schon gemacht, ja. Also, ich werde zwei Karten abspielen. Mhm. Gehe hier rüber. Mach den Marker dann hier drauf. Mhm. Und werde dann eine Karte abspielen. Dann abspielen. Spielen. Oder soll ich hier noch... Wie dumm. Hier gibt es Fire Blankets, Feuerdeck, mit denen kann man Feuer löschen. Mhm. Ja, noch in Asombeben, das ist nicht mehr zugelassen. Dann wahrscheinlich wieder. Also mit dem Decken immer so dicht ran muss, dass du dich selbst verbrennen kannst. Ah, das ist okay. Feuer löschen. Also, liebe Leute, updaten bitte. Genau. Nicht mehr erlaubt, auch nicht an diesen Stationen. Hier auf der Marsstation schon kann. Ne? Das Feuer, glaube ich, generell nicht erlaubt. Vielleicht nutzen wir hier lieber das Ding und fahren gleich hier hoch. Ja, also ich hätte auch gerne einfach das Ding, wo ich durch einen technischen Korridor dahin gehen könnte. Aber die habe ich da nicht. Also ich gehe jetzt mit zwei Aktionen hier rüber. Mhm. Und packe den Marker dann hier hin. Und bin fertig. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt eine 4 würfe? Ist doch sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich gehe da mal rüber. Mhm. Sehr gut. Dank. Sehr entspannt. Und. Vorher spiele ich noch das Ding hier, um hier nachzugehen. Naja. So, ich habe noch eine Karte und mit der einen Karte renne ich nochmal hier rüber. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in 3 bis 4 zu würfeln? Eine 3 oder 4 zu würfeln? Noch geringer. Also nee, die will ich ja würfeln. Na, oder das? Danger. Die Danger Maus. Dann passe ich, weil ich keine Karten mehr habe. Ja schon. Das ist alles gemacht. Zwei Karten, eine Karte. Ein reines Gerenne hier. Mhm. Ich gehe mal hier hin, wir haben noch ein bisschen Zeit. Mhm. Und das war's. Die Karte behalte ich. Falls wir haben ja auch, wieder keine Computerräume, ne? Die hätten wir nutzen können. Ah, ich hätte hier den Computerraum nutzen sollen, um hier weiter... Obwohl wir wollen jetzt ja... Genau, wir wollen ja diese Geschichte machen. Ne? Ja, oder mit dem Escape-Pod fliegen. Ja, mit welchem, ist die Frage. Das können wir herausfinden. Wie nochmal? Mit hier, Computer nutzen. Ah ja, stimmt. Ja. Hier sind ja Computerspieler von unserem Raum. Du hast jetzt ein paar Stühle, ne? Ich passe. Ich auch. Gut. Du Startspieler. Sehr gut. Haben wir nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Dabei passiert nichts. Neues Removal. Dann kommt die hier weg. Das finde ich ganz nett. Mhm. Das ist super. Ne? Intruder Attack haben wir nicht. Fire Damage haben wir nicht. Event Card. Panic! Oh nein, Panic schon wieder. Oh nein! Oh nein, vor allem nicht bei unseren schönen Waffen. Waffen oder?
Each character with no action cards on his hands is cut 2 ammo. Das ist keine Ammo, das sind Uses. Bei mir ist der Flammenwerfer Ammo. Fertig. Muss ich nicht einen Glowstick oder so wegwerfen? Nö. Nur each character with no action cards on his hand is cut 2 ammo. Ich hab. Achso, if they do not have enough ammo, then they discard one of their items. Du hast eine Karte, dann passiert das nur in Dunkelheit, bist du nicht. Ja, dann ist alles okay. Haha, also spannend. Dann ziehe ich mal aus dem Säcklein. Blank wäre jetzt eigentlich optimal. Ja, das wäre schön. Aber es ist ein Adult. Und. Wo kam der denn her? Von da. Hier lag einer. Da lag einer, sehr gut. Ja. So, das hier ist das so ein. Ja, ist schon eine 1, ne? Genau. Dann habe ich leider einen Gewinner gezogen. Nee. Also, wir machen alle ein neues Genau, Fall, ja, nee, alle. Alle, immer. Ja, schön, dass ich Würfel gekriegt habe. So, ein Adult, returns his token to the shooter back, perform a noise roll in order. Und was ziehe ich mir Schönes? Was wartet da im Treppenhaus? Ein Adult! Hallo! Da kommt er wieder, ach, wollen wir eigentlich wegpacken noch. Na, dann ziehen wir uns mal hier einen raus. Oh, hier habe ich noch den anderen, genau. Ja, ich habe leider keine 3 Karten. Ja, auf der Hand. Und dann darf er mal gleich eine Attacke machen. Trifft auch. Und ich kriege meine Serious Wounds gleich. Es geht ja gleich richtig los. Und ich bin leider in der Dunkelheit, aber das ist egal. Und es ist mein Lag. The cost of your escape movement action is 2. Okay. Okay. Das, du willst ihn ja töten. Ja. Also so ähnlich. Ich konnte es nicht einfach. Also ich bin ein bisschen. Aber ich lese das hier ständig wieder neu. Nee, aber, das ist doch aber nicht. Einfach, so, ne? Das ist ja der Wahnsinn aber auch. Ach, wissen, ne? Ja. Ich weiß halt so. Das, genau. Da ist zwar das große 4, ich weiß, glaube ich, die ging. Du drückst einfach auf den Knopf und dann. Genau, da sind die. Ja, das war's. Dann dürfen wir wieder. Achso, meine Leitung kommt dann weg. Wenigstens das. Hast du schon mal einen Angriff? Nee, ne? Hm? Nee. Weil der ist ja vulnerable to fire. Ja, das weiß ich nur leider nicht. Ja, wenigstens auch. Ja, du hast halt Muskeln. Ich hab. Oh, Menno. Ich greife ihn an. So. Soll ich das nicht lieber machen? Ja, sehr gerne. Aber. Bring ihn doch mit. Ja! Wie tot? Er zieht sich zurück. Warum? Warum? Weil ich ihn mit meinem Pressure Washer angegriffen habe. Discard one use from the item to form a shoot action against an intruder. If you hit, it retreats instead of suffering injury. Achso, das ist so eine Sprühflasche. Genau, da kommt auch was Nettes raus. Schön. Wasser wahrscheinlich, ne? Würde ich mal tippen. Ja, das war doch nett. Und dann nutze ich die nächste Karte. Und dann gehe ich mal hier rüber. Mhm. Und rufe mal dafür. Bei 3 kriegst du Besuch, ne? Ja. Aber es ist zurück da. Sind wir gerade am Anfang der Runde, ja? Ne? Ja, ja, ja. Gut. Also hier kommt er hin. Und du bist dran. Ah, ich krieg einen Schaden. Oh, du hast. Ach, den Wert in das Feuer da zurückgelassen. Das war ja auch gut. Also es hat bei mir schon viel gepasst diesmal. So, also, ruhig, Leute, schauen alle gespannt zu. Hau die Tasten. Ich hätte ihn auch flammen, ich hätte ihn auch wegflammen können, aber. Oh, wozu? Vielleicht kommt da noch die Queen, die kommt noch. Nein, da würde ich am liebsten dann den. Also ich behalte mir auf jeden Fall eine. Die Queen, also vielleicht läuft das richtig gut und am Ende so bäh. Nee, oder Queen. Nichts hier hoffen. So, du wirst jetzt auch aber erstmal hier dich da testen lassen, oder? Ich möchte erstmal mich testen lassen. So. Wie machen wir das? Dann gucken wir nochmal. Wie heißt das Ding? Defcon. Das selbes Thema, aber. Hallo, liebe Follower. Also, Defcon. Da, scan all contamination cards in your hand. Remove all infected cards if you have. Also hast du jetzt gerade Karten in der Hand? Ist die Frage. Ja, habe ich. Ach, hast du. Super. Sehr schön. Leider nur eine von meinen beiden. Dann hoffen wir, dass es die ist. Die ist infected, aber ich glaube, die andere war auch. Auch infected. Ja gut, dann kommt die auf jeden Fall raus. Remove all infected cards. Ja, if you have a lava on your character board, remove it.
Und ich glaube, der andere war in der Mitte, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Die kommt auch raus. So, ich bin wieder safe. Super. Das war schon? Das war's. Du könntest dich auf den Weg... Und der kommt auch weg, genau. Du könntest dich auf den Weg machen in diese Richtung, weil du den Computer zwischendurch noch bedienen könntest. Mhm. Und weil ich da nicht würfeln muss, wenn du da stehst. Sonst mal was andersrum, dann musst du nicht würfeln. Aber ich glaube, also ich finde die gerade hier ganz gut, weil es ist wie man, ich kriege jedes Alien, das kommt, Waffe. Komm du doch mal zu mir und wenn wer kommt, ich beschütze dich. Super, dann bleibst du da ruhig. Die sind gar nicht so schlimm, wie sie aussehen. Die wollen nur spielen. Ja. Mit meinem Arm. Finde ich auch nicht schlecht, die Geschichte. So, ja, nur mit deinem Arm, genau, mit dem Spielerarm. Dann gehe ich hier mal rüber und würfle dafür. Beziehungsweise, ich brauche die Karten eigentlich gar nicht mehr. Dann würde ich nicht würfeln, sondern den zu 4 legen. Genau. So, das mache ich. Und dann werde ich mit der zweiten Aktion noch eine Karte ablegen und zu dir rüberkommen, dann muss ich nämlich nicht würfeln. Und das war durch. Gepasst. Der hier triggert, der launcht. Und wenn du arbeiten kannst und bei dir zukommen kannst, ist es ein ganz angenehmer Job. Der Time-Check geht auf die 3. Dann geht jetzt leider hier das Licht aus. Ah, das müssen wir noch machen, damit wir den Computer benutzen können überhaupt. Ja, oder wir nutzen doch den Weg hier. Also wir haben nicht mehr so viel der Zeit. Der Weg ist schon, ist schon lang. Und wir können ja auch den Fahrstuhl da nicht benutzen. Doch, klar. Da, du hast wieder dafür habe ich die richtige Schlüssel. Die Charaktere sind schon gut. Aber na gut, wir können ja mal kurz überlegen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das ist bei hier. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, nee, die hast du vergessen. Ach, die habe ich vergessen, genau. Und die habe ich auch vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, es lohnt sich also Fahrstuhl zu fahren. Mhm. Das ist auch der bekloppteste Ort, wo man sein kann, ist leider. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und vor allem, wenn wir jetzt da hoch, wir kriegen wieder so eine scheiß Larve. Mhm, dann war das alles für die Katz. Für die Katz. So, ja, leider werden die Noise-Marker nicht weggenommen, weil das Licht an ist. Da das Licht aus ist. Das ist schade. Dann mache ich mal das Event. Hatching. Discard one egg from the nest. Each character in the nest with no action cards on hand is infested by a larva. If no character was infested, put a larva token into the intruder bag. Oh. Ein Larva. Das sind keine Larven, ne? Nee. Das ist eine Larve. Das war schön, das gefällt mir. Larven hat sich ja gern. Wo ist der Intruder bag? Each character outside the nest with no action cards on hand is infected by a larva. Ja, hab ich schon. Dann bist du tot. Nee, das glaube ich nicht. Einfach nur bei Larve. Da steht ja nur so. So. Ich glaub, nein, will er hier stehen. If you have one, you die. You die. Wir gucken das auch nicht nach. Ne, das würde ja bei der. Das ist ja bei der Infection Procedure, dass man das lesen muss. Ich glaube nicht, dass man das einfach so tot ist. Warum nicht hat der Farbstoff schon nur die Kalorie? Ne? Guten Hunger, Sabrina. Du bist ja auch schon länger da. Es läuft doch zu gut. Und wahrscheinlich am Ende, wir lassen uns so viel Zeit, uns wird einfach nicht Zeit. Wir haben noch. Das schaffen wir ja. Also hier steht natürlich, if you are already a larva on your character board, aber das ist letztendlich bei dieser Scanning and Removing Contamination Cards und nicht generell. Würde ich sagen. Weil ja, nö, ist alles richtig so. Das kann. Das gute Gefühl, jetzt nimmt uns keiner, wenn das hinterher wer drüber schreibt, das ist so wie wenn du Gold gewinnst, weil der vor dir disqualifiziert wird. Hast du auch gewonnen, aber den Moment, den kann dir keiner geben. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Haben wir einen Intruder Back Development schon gemacht? Ja. Nein, das war das Event. Das mache ich jetzt. Ach mal, es wäre auch sehr hart, oder? Wenn das in dem Raum ist passiert, wo ich die Larve ausoperieren lassen will. Und dann müssen wir würfeln. Eine 1. Wir kriegen Besuch. Ja, das stimmt leider. Und danach. Danger, hier dann auch, ne? Danger Maus, ja. Und. Ja, die kennen wir ja bereits. Ja, ich hab. Ah, war das mal eine? Ja, mal einfach noch Karten-Dinger hinten drauf, ne? Hab ich nicht. Dementsprechend greifst du mich jetzt an. Ich hab schon eine Larve. Dann bist du tot? Nein. Warum? Sicher? Das ist jetzt vom Angriff. Wir überprüfen das.
If the intruder attack is performed by a lava, do not draw any intruder attack cards. Apply the following instead. Remove the lava miniature from the board. Then, if the character being attacked doesn't have a lava on the character board, place one there. The target player gets one continuation card. Okay. Also daher. Ich habe übrigens, da ich jetzt ja activate this item when you pass and have 8 knowledge. Ich glaube, die bleibt einfach da stehen. Ich habe jetzt ein Overmind. Karte. Okay. Choose any intruder on the board, even in a room with another character. Also irgendwo, in der Overmind. Mm-hmm. Move the chosen intruder through the chosen corridor. And then flip this card over to the quest side. Okay. Das Schöne ist, dass ich jetzt keine einzige Confirmation-Karte gezogen habe, denn die liegt hier. Das ist nicht die Möglichkeit, oder? Ja gut, sagen wir mal so, dich brauchen wir nicht. Ja. Also ich brauche dich für den Fahrstuhl. Ich würde sagen, lauf. Die Frage ist, ich habe halt eine gezogen. Ja. Ich würde mir die gerne noch mal ja, angucken. Ja, klar, natürlich, natürlich. Mach das. Aber das ist natürlich auch wieder, haben wir da eigentlich noch, haben wir da, nee, da haben wir keine Charges mehr, ne? Nee. Du bist Startspieler. Es ist ja ein kooperatives Spiel und da... Ja, sonst würde ich da jetzt auch nicht so mit dir stehen. Also ich scanne die mal und hoffe, dass mich mein Gedächtnis nicht getrügt hat. Ja, infected, ich bin zweimal infiziert. Boah, ist auch hart, die, ja. Die, komm, ich kann die andere hingelegt habe. Nicht oben drauf. Passiert da noch etwas? Nee, ich bin die einfach nur los. Du bist einfach los, ja. Suchen können wir da nicht mehr. Aber ich möchte eigentlich nicht ins Nest. Ja, du kannst aber hier rumgehen noch auch. Mhm. Du musst hier aber zwei Karten weglegen. Mhm. Und ich kriege einen Angriff von der, ne? Ach, stimmt. Kannst du das überhaupt dann gerade machen? Was hast du gemacht? Du hast die Raum-Action gemacht. Komm, die Raum-Action kannst du gar nicht machen, du. Warum nicht? Oder? Du bist doch... Ja, dann schicke ich die erst weg. Tschüss. Ah, ja, und dann mache ich die Raum-Action. Ja, sehr gut. Mhm. Das war eine Aktion, die mich... Ich koste mich da auch eine Karte. Okay. Da bist du. Ich muss gleich wieder passen. Ja, ich werde... Ich werde einfach zwei Karten spielen und werde dann auch diese Sachen machen. Ich habe aber keine Karte zum Scannen, aber zumindest kommt die weg. Mhm. Und dann mache ich mit meiner zweiten Aktion... Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da raus? Ach, wenn wir hier durchlaufen, dann sparen wir uns eine Aktion. Wollen wir sie nicht lieber hier schicken? Mhm. Ja? Mhm. Und dann spiele ich nämlich noch hier den Emergency Key und schließe hier gleich mal die Tür. Du bist dran. Du passt erstmal, ne? Ich passe. Mhm. Ja, schade, dass da... Es wäre halt geil, wenn es gibt sehr selten Computer-Dinge, also an den Fällen, wo wir sind. Und das ist halt auch hart hier, natürlich. Dass wir so nah dran stehen. Wir tauschen, wir sind direkt davor, wir wissen, wir sterben. Mhm. Gott, das kriegen wir nicht mehr hin für die Aktion, oder? Naja, wir haben im Idealfall ja noch, wir können uns 10-mal bewegen. Ja, plus dass wir hier noch das Tor öffnen müssen mit einer Aktion und dem Rover fahren und so ein Kram. Naja, sagen wir mal so. Ich brauche ja nicht mal Rover fahren, ich kann einfach rauslaufen. Naja. Und wenn du stirbst, geht das Tor ja von alleine auf. Ja, das stimmt. Und wir machen ja alles fürs Team. Ne? Alles fürs Team, das reicht für ich, ne? Ich bin das wäre doof, wenn wir beide sterben. Ja. Ich bin halt das Brain. Das stimmt, das sehe ich auch so. Also. Ich überlege, ob ich jetzt hier schon mal hingehe. Im Nest ist immer gut. Ne? Oh Gott, dann kommt die Queen. Natürlich. Oder ich kann auch durchrennen, aber das ist auch nicht so gut. Wir könnten noch handeln miteinander. Brauchst du Duct Tape? Ich glaube, in diesem Spiel nicht mehr. Ich habe drei Ladungen. Ich habe die Karte noch einmal vorhanden. Und doch, du kannst aber einen Malfunction-Marker hier zu beseitigen. Und den müssen wir eh beseitigen hier wegen dieser Geschichte. Brauchst du es doch, oder? Ah, ja, wenn ich mitkomme. Wir können auch handeln. Nein, das ist schon okay. Gut, ich werfe aber meinen Kram ab und wir sind durch. Du darfst die ganze Procedure machen. Aber wollen wir dann nicht lieber handeln, wenn du die Karte näher abwirfst? Nee, damit, das ist ja Blödsinn, dann kann ich das doch machen hier, okay. Oder? Ja, wenn du dann noch lebst. Wenn ich noch lebe. Vielleicht muss ich mich auch auf den Weg zurücklassen. Wenn da so eine Queen kommt, ja. Dann sage ich, bye bye.
Ja, kannst du auch nehmen, wenn du möchtest. Na, ja, gib mal. Ja, ja. Mit Aktiv fühle ich mich immer. Ich Rahmen, der klappt ein bisschen. Mhm. So, hier. Long CSS Ports haben wir nicht. Mhm. Wir können natürlich auch versuchen, da anzukommen. 1, 2, 3, 4. Ne, schaffen wir nicht. Oh, ich hätte hier noch, hätte ich gleich machen müssen. Ich hätte ja noch. Was auch hier einfach ein ach, ja, Knowledge Tool. Ich könnte auf 10 Knowledge hochgehen jetzt. Hey, das kannst du mir geben. Also hilft nichts, aber. Also kriegst du ein Knowledge, also ja. Brauchst du nicht. Ich gebe. Ja. Vollkommen wuppe. Gut. Wenn du dann nichts zu tun hast, wissen das besser. Weil ich ein Item abgeben muss. Ja. Das ist doch nicht. Ja, falls ich, genau, falls ich einsam unten der Hausmeister noch. Fehlt noch so ein Comic, der noch ein bisschen rumdrum blättert. Was nicht bedeuten soll, dass Hausmeister dumm sind, auf keinen Fall, das sind sie mir auf keinen Fall, aber bei uns ist es leider extrem so, wenn Ben hat Knowledge 8 und ich habe Knowledge 1. Ne? Ja. In, für Larven zieht man auch eine Karte? Ja, ne? Die bewegen sich auch. Larven, ja, also die, drauf. Die bewegen sich jetzt. Ne, die bewegen sich aber nicht damit, sie bewegen sich immer mit der Eventkarte gleichzeitig. Da guckst du drauf. Gleich Rage. Ne? Genau. Haben wir vergessen. Leaving the Shell, Richtung 1. Ach, glaubt man's denn? Bild zur. Ja, aber liest den Rest ruhig auch noch durch. Ist das eine Larve? Nein. Zum Glück nicht mehr. Okay, wir ziehen 4 Karten von unserem Deck. Ja. Oh nein! Nein! Hier, habe ich. Ich hab keine? Ja, ich will diese Karte ziehen, aber gleich. Oh, das ist doch nicht die Möglichkeit. Doch, das ist doch nicht noch gibt's doch gar nicht. Aber die ist sehr hartnäckig. Du hast noch so restliche wachsen dann wieder. Ja, vor allem, dass ich 6 Karten habe und von denen 5 ziehe und die Karte, die ich brauche, dass das die letzte Karte ist, die da liegt, hatte ich jetzt schon ein zweites Mal. Markus, der große Tipp ist, verkauf dein Nemesis und kauf dir Lockdown. Das ist einfach 1.5 ist die bessere Version. Achso, ich ziehe 4. Muss man nicht also, zwingend haben, wenn man mit dem einen auch viel Spaß hat, aber ich würde Neuling immer empfehlen, kauf nicht das. So, ich ziehe 4 Karten. Also, draws 4 Cards from your deck and scans all drawn contamination cards. Ja. Einmal bitte, ja, ich weiß, dass. Soll ich für dich scannen? Ich kann dir das Ergebnis verraten. Mhm. Du bist. Infected. Nee. Nee? Nee. Ist keine Infected-Karte gewesen? Oh, okay. Dann habe ich mich hier beim Mischen einfach mal vertan. Also nicht vertan. Und dann discardest du alle Drawn Cards. Ja. Nicht im Sinne von vertan geschummelt, sondern im Sinne von. Ich mach das auch, ne? Du machst das auch, ja. Habe ich gerade schon irgendwo. Ich habe irgendwo gerade Karten gezogen. Dachte ich. Habe ich scheinbar nicht. Hast du diese 4 da? Die da, genau. Okay, ja. So. Gut, dann darfst du im Säckle aus dem Säckle ziehen. Ich? Bist du nicht? Nee, nee du Startspieler. Bei dir steht er. Warum machen wir? Und danach nehme ich mir den da wieder. Klein. Und, ach, darf man es denn? Ach nee, du darfst erst würfeln, du bist der Startspieler. Und du hast deinen Gewinner. Hm. Nicht die Möglichkeit. Aber gut, den kriegst du ja schnell. Ne? Ja. Hier. Ach, ich greife mich leider an. 4 Karten, das ist ja auch ein bisschen heftig. Nee? Oh. Achso, ja. Ja, bring noch einen Bruder mit, das wäre auch cool. Greife ich an, ja. Nein, kommt nichts durch. Ah, sehr gut. Und ich würfle auch nochmal. Ich habe eine 3. Das ist hier leider. Gut, dann ziehen wir mal 5 Karten. Dann spiele ich einmal Precious Washer aus. Und nutze das mal. Ach, schade. Kein Treffer. Ärgerlich. Na, den letzten unterhalte ich mir mal lieber. Also ich habe nicht getroffen. Dann benutze ich den Flameshower. Ja. Das gibt einen Schaden. Dann haben wir hier so einen schönen. Wo sind die denn die? Wenn du jetzt nicht so dumm wärst, ne? Mädchen. Ja. Würdest ja, du auch einen Schaden mehr Schaden machen. Das ist richtig, leider. Schade genau um falsch gezogen, weil der Flammenwerfer macht ja immer einen Schaden. Egal, was ich ziehe. Ja, dann bin ich fertig, du bist dran. Was sollen wir jetzt machen? Tu mir mal so, der wäre nicht da. Ja, also wenn wir es noch irgendwie schaffen, hier hinkommen, ich sehe das nicht so ganz. Mhm. Ich glaube, wir müssen einfach probieren, hier hinzukommen. Und dann
sehen wir gleich, welches aufgeht. Oh Gott, das wird nichts. Du musst jetzt einfach losrennen, damit wir es schaffen. Renn einfach los. Ich habe dir die Tür noch zugemacht. Also mir geht es ja noch ganz gut, ne? Ja. Du musst einfach losrennen. Und zwar 1, 2... Aber ich komme da ja nicht, ich kriege den Fahrstuhl nicht aktiviert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir sind einfach, das ist einfach der Gau. Wir hätten niemals da runtergehen dürfen. Naja, so eine Larve schon. Ja, aber das, ja, aber. Aber gut, brauchen wir, ne? Wieso ist denn diese Tür jetzt? Weil ich die vorhin zugemacht habe. Ich dachte, dass wir unten lang gehen. Und ich wollte nicht, dass die blöde Larve hier zurückkommt. Der Fahrstuhl geht auch ohne Strom gar nicht, oder? Nein. Sei denn, du hast den Schlüssel. Ich habe gar keinen Schlüssel. Du kannst jetzt einfach nur vorrennen schon mal und ich probiere hinterher zu kommen. Aber damit, also ich töte erstmal das Alien. Kannst gerade ziehen, ich mach 5 Schaden. Es zieht sich zurück. Aber es ist doch tot. Nein. Doch. Es zieht sich zurück. Achso, aber es hat trotzdem 5 Schaden. Ja. Aber hat er schon einen Schaden vorher? Ja, von mir gerade. Süß. Hat er jetzt 6. Naja, also das ist ja egal. Und wohin geht er? Ja, es geht in den. Ach nee, Moment, da muss man jetzt ja wieder. Moment, wird das beim Rückzug? Ich glaube, das zieht jetzt auf eine Weltkarte, ne? Ich glaube ja. Ich war an die Weltkarte, genau. In die 1. Ernsthaft? Dann geht er in den Beutel. Ja. Dann geht's in den Beutel und der Marker geht wieder rein. Das war bestimmt der vorhin schon sagen, geschlagen war. Das ist der Super-Alien. Ach komm, hier, du musst einfach losrennen jetzt. Ich renne los? Renn einfach los. Was macht der nochmal? Der, wenn der einen Gelegenheitsangriff macht, dann... Der hier? Mhm. Facehugging. Okay, ich bin das hier, ne? Ich laufe genau. Da rüber. Und das war eine zweite Aktion. Genau. Hättest du mal, aber ne? Ja, dann guck mal, was kommt. Da ist er wieder. Er wird. 3 Karten. Greifen dich an. Das ist gut. Dann komme ich zu dir rüber. Mit einer Karte. Ich probiere alles um. Ja? Ah, nee, das ist eine Aktion. Das ist eine Aktion. Ja, gut. Das ist eine Aktion. Und, trotzdem und die kannst du auch nicht im Combat machen? Ja, gut. Hä? Aber wofür ist sie denn dann da? Wenn du sie nicht irgendwo. Machen kannst du irgendwo machen. Ach, irgendwo. Auch da oben machen. Okay. Ich werfe eine Karte ab, benutze meinen letzten Marker hiervon. Mhm. Auf ihn. Mhm. Ja. Und dann ist wieder zurückgezogen. Weil das die zurückzieht. Genau. Ist. Und du bist dran. Du musst jetzt irgendwie ganz kurz den hier töten, sonst. Aber wenn der einen Angriff macht, kriegt er automatisch eine Larve. Genau. Dann geht er automatisch die Larve, genau. Und darum musst du ihn ja greifen. Du musst ihn töten. Aber dann krieg ich auch eine Larve. Warum das? Weil ich nicht mehr mal. Das kann ich nur mit der Karte aktivieren. Ja. Aha. Kannst du nicht hier den Glowstick machen? Da kriegst du doch keine dann, oder? Ich mache einen Glowstick. Genau. Was war das? Weil du machst aber einen Nahkampfangriff, ne? Genau. Ja. Aber kostet dir eine Karte natürlich? Nein. Doch, ich mache einen Melee Attack. Instead of getting a Contamination Card and rolling a Combat Die, the target of this action suffers one injury. Sehr gut. So, und dann kannst du noch. Dann laufe ich. Ja. Lauf mal mit. Ja, ich renne. Auch mit, ja, genau, mit einer. Nicht so gut. Dann komme ich hinterher. Schade. Oh, stimmt, den haben wir noch gar nicht. Schade, besser wäre es gewesen, wenn ich gar nicht hätte das ist schön. Laufen müssen. Ja. Würfeln müssen. So, dann komme ich hinter dir her. Mhm. Muss nicht würfeln, weil du schon stehst.
Tankiert das Ding nochmal auf? Wenn einer tot ist, durch eine Aktion oder wenn man ihn hier in dem Raum öffnet. Wie viele Runden haben wir noch? Eine. Ich lauf mal. Gott sei Dank. Fall. Du machst hinter mir die Tür zu. Das ist ja der Grau. Wie soll ich dir denn jetzt mit dem scheiß Fahrstuhl helfen? Oh nein. Oh Mann. Das ist ja nicht möglich. Wie kommt er denn jetzt auf den blöden... lehnt er sich noch kurz einmal hastig um, ja, guckt, wo ich bleibe und geht leider gegen die Notfallregelung. Das ist, was es ist. Achso, klar. Ja, wir sind durch. Launch CSS-Port. Die C. So, das heißt, du kannst auch in dieses Ding noch reinspringen. Das wäre auch noch möglich. Dafür brauchst du nur... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Eins. Also, ich glaube nicht. Können wir es noch dahin schaffen? Wenn die Tür nicht aufgegangen wäre, wenn die Tür nicht zugegangen wäre und ich hätte das hier noch gemacht, dann hätte ich dich ja mit hier hochgenommen. Dann hättest du es, glaube ich, noch schaffen können. Nee, du musst ja nur das machen, ne? Ich gehe ja darüber, eins, aber ich muss ja zwei Sachen machen. Also wenn ich dann, wenn du in die oben fahren, also, dann bist du ein Startspieler. Hätte ich ja noch drei Aktionen. Ja, du dolmerst da jetzt leider rum. Dann wäre ich halt eins, zwei, ja, ich komme ja auch erst zwei, drei. Wie kriege ich die Tür für eine Aktion auf und muss noch wahrscheinlich für zwei Aktionen rausgehen oder so, ne? Ich bin ärgerlich. Wir haben uns einfach verdolmert. Oh Mann! Ja, aber es war auch einfach, wir hätten nicht nach da hinten gehen dürfen mehr. Aber es war natürlich das, was man macht, damit man nicht einfach sagt, oh! Und wir waren ja auch infected. Ja, doppelt. Also daher, wenn man dann die Karten zieht und dann eine... Komm, Karl ist ja nicht da, übrigens zu Ende. Ja, ja, klar. So. Der geht weiter. Eventcard. Vielleicht haben wir eine gute Eventcard. Genau. Das könnte ja auch mal sein. Remove from the board all intruders which are not in a room with a character, put their respective tokens in the intruder bag. Das and wäre ein. Remove all doors. Each intruder in combat attacks. In der Dunkelheit haben wir nicht. Lurking. Ja, schön. Wäre tatsächlich eine gute Karte gewesen für uns. Und jetzt ziehe ich nochmal aus dem Beutelchen. Cheater, sagt Karl. Warum Cheater? Gar nicht. Oh, die Queen. Da kommt nochmal ein Eck dazu. Ach gut, dass wir gerade an dem Nest vorbeigehen. Also egal, aber. So, letzte Runde. Du bist dran, Startspieler. Und das ist natürlich das Problem, dass du Startspieler bist auch, weil ich komme dann einfach nur noch bei dir an. Ne? Also du kannst jetzt einmal hier hinrennen und kannst dein Dingens benutzen, dein Duck, das, was ich dir gegeben habe. Womit du eine Malfunction aussetzen kannst, glaube ich. Aber ich kann ihn trotzdem nicht benutzen, oder? Das ist richtig, aber noch kein Strom. Ja. Wie macht man Türen auf? Mit einer Demolition-Karte. Moment, kann ich hiermit irgendwie Strom machen? Ja, es gibt es leider nicht. Nee, two chosen power tokens, aber sie haben alle keinen Strom. Die sind alle aus, der Schluss mit allen. Ja, Strom ist weg. Du kannst einfach nur noch durchrennen und hier vorne sterben. Es ist nicht mehr schaffbar. Ne? Also daher. Also wenn der noch Strom hätte und ich ihn noch bedienen könnte, dann wäre es schaffbar gewesen für dich, dich rauszukriegen. Aber so ist es nicht. Es ist nicht schaffbar. Also ich gehe da mal rüber. Ja. Würfel. Genau. Drei. Gut. So, dann kannst du nochmal einen weitergehen. Hier hin. Aber wenn ich den jetzt repariere, hilft uns das auch nicht. Nee. Wir schaffen es aber nicht. Okay, das ist vorbei. Darum würfeln. Nein, komm, wir spielen zu Ende. Wir spielen zu Ende. Nochmal würfeln. Karte abwerfen, würfeln. Wir geben es ja nicht auf. Wir geben nicht auf keinen Fall. Ne? Karte abwerfen? Ich könnte den Raum auch reparieren. Nein, vergiss es. Du bist hier schnell noch hinrennen. Du musst kurz vorher noch draufgehen. Ja. Eins, sehr schön. Hier hinter dir natürlich. Ne? Sehr geil. Ich mache nämlich Demolition.
So. Die scheiß Tür doch nicht mehr auf. Und jetzt auch wirklich in sich. Ne? So, dann gehe ich hier rüber. Mhm. Wer ist hier? Du bist dran. Ich gehe hoch. Ja. Würfel. Wieso ist denn das kein scheiß Computer? Passiert nichts. Sehr gut, dann gehst du hier hin. Mhm. Malfunction-Marker im Cooling System, da kannst du die Selbstzerstörung aktivieren. Mhm. Oh, das mache ich. Wir nehmen sie mit, die Dreck-Aliens. Keine Sorge, wir werden eh bombardiert hier scheinbar. Wie gehen wir jetzt nochmal kaputt? Die werfen Bomben ab, oder? Ich glaube ja. So, du bist hier. Wo hast du hingeworfen? Was hast du gewürfelt? Hast du schon noch nichts gewürfelt? Gerade bei dem Raum auch schon wieder? Habe ich nicht schon zweimal gewürfelt? Das kann sein. Ja, bestimmt. Hier, Ex. So, da bin ich dran. Mhm. Ich komme hier hinterher gejagt. Mhm. Kriegst du mal einen Besuch. Na? So. Ach nee, Quatsch. Das muss ich ja ziehen. Erstmal ziehen? Ich habe aber eine Vorahnung. Welche Queen jetzt? Oh, das ist ein Breeder. So. Genau, greift mich an. Er greift mich an. Bloodchase, der Character suffers one light wound and gets a slime marker. Auch das noch. Was attacked? Nein. Und er folgt mir auch nicht. Gut. Aber ich bin auch was Schleim. Das nehmen wir alles mit. Und dann habe ich meine zweite Aktion. Und ich passe, weil ich noch zwei Confirmation Cards auf der Hand habe. Dementsprechend bist du dran. Du dürftest 1, 2, 3, 4 nur noch eine Karte auf der Hand haben eigentlich. Weil du viermal gegangen bist. Nö. Statt 1, 2, 3, 4. Ich laufe da mal rüber. Ne? Alles gut. Ist eh Danger Mouse. Oh, Gefahr. Genau. So, jetzt bist du an der Karte. Ne? Ich habe probiert hinterher zu kommen. Und habe ihn noch abbekommen. Wir tun mal so, als wenn ich da reingehe. Ja, nur um zu gucken, was passiert. Da ist noch Platz für einen drin, oder? Wenn du jetzt noch zwei Aktionen Zeit gehabt hättest. Mhm. Nur noch dreckige zwei Aktionen. Lieber Mann, ich hätte mich hier nicht geheilt. Ja. Dann würde jetzt als erstes folgendes passieren. Du darfst den selbst umdrehen. No. Okay, das haben wir so oder so verloren. Das haben wir so oder so auch, aber. Und das Schöne ist, man hatte das Gefühl, man hat ja so ein bisschen von den Aliens das Gefühl, es ist ja nicht viel los. Ja. Ne? Aber natürlich waren immer Aliens da, die uns trotzdem ein bisschen betroffen haben. Wir haben die halt auch gut kaputt gemacht. Das auch, aber natürlich macht sich das Spiel auf allen anderen Ebenen ja auch noch fertig. Ja, ja. Und das ist ja nur so. Das war jetzt auch so. Alles war gut und dann einmal so eine Dreckslarve, dann bist du halt infiziert, genau, mit einer Infected-Karte und dann. Also ja, hätte ich gewusst, dass ich so leicht, ich habe mir auch vorhin die Infection-Karten geholt, einfach so, ne? Hätte ich jetzt natürlich gewusst, dass ich so leicht, ich hätte hiermit ja noch mindestens ein Wissen machen können und hier dich auch nochmal drei Wissen generieren können oder ja, so. Hätte ich mir die ja nicht geholt. Ja. Man muss schon effizient spielen. Aber gut, es ist also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so Angst vor den Mitspielern, das Gefühl fehlt natürlich, aber ich muss jetzt nicht sagen, das Spiel an sich ist ja, die Challenge ist ja, ja trotzdem die gleiche, ja, ja, auf jeden Fall, nur so du gemeinsam spielen kannst. Und die Ziele sind jetzt auch, ich meine, ich habe jetzt die anderen nicht alle angeguckt, das funktioniert doch schon sehr gut als Koop-Spiel. Wenn du dir vorstellst, dass letztendlich jetzt ein paar mehr Aliens gekommen wären, um mal wieder so den Glücksfaktor auszugleichen, wäre auf der anderen Seite vielleicht nicht alles andere total schief gelaufen. Also zum Beispiel, dass der Raum sich auf der anderen Seite befindet, von dem Ort, wo wir hin müssen. Das ist ja auch ein Einser-Raum, ne? Der kann ja auch. Da nicht. Also, ja, ja, genau. Da nicht. Da nicht. Aber da sind die Einser noch. Doch da sein. Hier kann er sein und ja, hier. Das wäre möglich. Oder dass wir den Raum, den wir daneben haben, dass wir den nutzen können, dass das der einzige Chip ist, der. Das wäre halt, ne? Aber hier ist ja. Boom! Genau. Kill all inside. Das hat es halt gekillt. Ne? Genau. Wenn das ein anderer Raum gewesen wäre, wäre es easy gewesen, peasy geschafft. So. Und leider, ne, eine Schwäche gegenüber zum normalen Nemesis, da kann man das ja tauschen. Hier nicht. Im normalen Nemesis kannst du das austauschen? Vielleicht kannst du auch die Ziele austauschen und die Engines reparieren. Das ach, so im normalen Nemesis, ja, ja, natürlich, ja, ja, genau, ja, aber du kannst, ne, ich würde sagen, nicht beim Gegeneinander kannst du die nicht austauschen. So. Und ich glaube, Regeln sind jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer wieder. Glückwunsch, Mami, schreibt Bobby Lee.
Ben bringt ein neues Alien zur Welt. Ich bin nicht infiziert. Ich glaube, Flo ist gar nicht infiziert. Ich bin infiziert, aber ich bin tot. Also, weil... Ne? Wir kommen da... Ist da ein Start oder haben wir da noch eine letzte Runde? Haben wir doch bestimmt noch eine letzte Runde, oder? Ich glaube nicht. Soll ich nachgucken? Ich möchte gerne nachgucken, weil sonst könnte... Ich würde trotzdem nicht rauskommen, oder? Von da... Eins, wird eng. Es wird sehr eng. Weil wir sie... Wir haben ja schon gesehen, der Launcher funktioniert nicht. Also der würde jetzt ja auch abgeschossen werden. So. Hätte Core bei mehr Spieler vielleicht besser funktioniert. Also das hat ja nicht funktioniert, das hat ja 1A funktioniert. Wir sind dann wieder alle tot. Das ist ja so ein Spiel, wo das so ist. Ich weiß gar nicht, wo das hier... End of the game, da genau. The time token reaches the final S. Das ist für mich jetzt kein S. Das liegt ja. Slot of the time track. The facility is purchased by the corporation forces. Regardless of the active contingency, all characters in the facility who are not in the isolation room die. Und wir sterben auch noch. Fuck, so ein Dreck. Yes, oh, Moment, was? Regardless of the active contingency? Das heißt, wenn du es runterspielst, kannst du das contingency ignorieren? Alle sterben. Nee, aber hier steht jetzt ja. Also. The facility is purchased by the corporation forces, mhm, regardless of the active contingency. Mhm. Okay. All characters in the facility who are not in the isolation room die. Ja, das heißt, danach, ja, aber danach hätten wir nur im Isolationsraum sein müssen, wenn das abläuft. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wann triggert denn das Active Contingency dann? Triggert es vielleicht nur, wenn alle das Spiel vorher beendet haben? Wir gucken mal ganz kurz. Weil wenn nicht, dann sehen wir, dass es jetzt liegt, weil da haben wir auf jeden Fall reingekommen. Ja, da haben wir auf jeden Fall reingekommen. Aber es ist nicht so. The time token is on the same slot as the red auto-destruction token and has to advance further or you are instructed to place bla bla bla. Also wenn du 13. Malfunction Marker in den 13. Feuermarker machen musst, oder den 11. Malfunction Marker. The facility explodes and all characters in the facility die, including those who have used the isolation room. Intruder also die and the queen is killed. So, oder nächste Möglichkeit, end of game. The last living character in the facility dies, using the isolation room, flees to the bunker or uses a CSS pod. There's nothing more to do in the facility. If one of the conditions above is met and at least one character survived, either locked in the isolation room, safe in the bunker, or evacuated in the CSS pod, go to the victory check step. Nein! Der victory check step mit dem contingency check passiert nur, wenn das darüber beendet wird. Ja. Und nicht, ja, und nicht, wenn es über das End of Game Ding endet. Nee, Spartacus, die Contingency. Nein, das ist ja End of Game, endet so, so oder so. Ja. Und danach kommt der Victory Check, oder? Nein. One of the Conditions above is met. Ich glaube, die ist ja met. Nee, ich glaube, die One of the Conditions ist auf den Bereich bezogen. Mhm. And this one survivor go to the Victory Check Step. Weil nur dann gehst du überhaupt zu dem Victory Check Step. Ja, aber guck doch mal, oben ist doch. End of game, the end, yeah, game ends when one of the following conditions is met. 1, 2, 3, ja, okay, das kann so if heißen. One of the conditions above is met, die ist met, ja, okay. Go dahin. Ja, gut. Ist nicht die Blume, dass du lange durchgehalten hast, leider. Dann reveal the active contingency token, apply effect to all living characters. Naja, okay, das stimmt. Ja, Spartacus ist übrigens da, moin, du hast recht, ja. Dann kommt die contingency zum Einsatz. Hatte ich noch eine Contamination-Karte? Erstmal sterben alle, die irgendwo rumlaufen, ja. Das ist richtig. Also ich habe, glaube ich, auch keine... Ich bin sie alle losgeworden. Also ich habe zwei und darf ich noch kurz haben? Wir müssen auch los, ne? Ja. Ja, ja, Karl wartet schon seit einer Stunde. Fazit kurz und zweit. Sehr gut. Sehr gut, auf jeden Fall. Macht hammer viel Spaß. Nicht ganz so viel Paranoia, aber mein Gott. Genau, das ist ein anderes Spiel. Das ist so wie... Bei welchem Spiel war das? Bei irgendeinem Spiel, wo die Leute auch gesagt haben, da kommt hier aber keins rein, wo ich sehe, das ist nicht der spaßige Part bei dem Spiel. Also, ich muss sagen, es
Es ist zu zwei, also es schlägt kein, kein Dawn of the Dead. Mhm. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, ja, das hat es nicht. Das schlägt es nicht, das hat noch mehr freaky Moments, aber darauf ist es ja auch ausgelegt, ne? Aber es ist trotzdem gut. Ja, also es ist echt gut. Also für Leute, die jetzt nur Koop spielen wollen, sagen sie gegeneinander, mag ich nicht. Ja, Achtung für alle, die Kopfhörer tragen. Also wir haben ja auch einige Mitspielende im Freundeskreis, wo wir auch sagen, so sowas gegeneinander eher nicht. Mhm, ja. Aber mit denen würde ich sogar sagen, wenn das jetzt nicht bei dem Thema heißt, so oder Aliens finde ich doof, Koop kannst du es auch gut spielen. Weil du einfach, das muss man ehrlicherweise sagen, du wirst ja vom Spiel unfair behandelt. Richtig. Es ist ja nicht, das Spiel belohnt dich einfach nicht. Es ist ja nicht so, du hast dir was Gutes ausgedacht, es funktioniert, du hast eine Taktik entwickelt und es funktioniert. Es ist ja immer, das Spiel probiert dich ja einfach fertig zu machen. Und wenn du dann diesen, also du hast dir ja Schönes überlegt, mhm, das Spiel macht dich nicht fertig. Und wenn du dann wegen einer Entscheidung eines Gegners, die noch nicht mal klar ist, also eine Entscheidung ist, ich stehe hier, Ben steht da, er ist zuerst dran, er rennt hier rein, er fliegt weg, okay, geschenkt. Ne? Da würde ich nicht sagen, oh Mann, wie dumm von dir, wie blöd von dir. Aber als Karl zum Beispiel mit mir in diesem Raum hier unten stand, ist hier hingerannt und hat die Tür zugemacht, mhm, haben mich natürlich gefragt, okay, warum macht er das jetzt? Ja, also ist ja klar, könnte es sein, ich renne hinterher und setze die außer Betrieb, aber warum sollte ich das machen? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Da denkt man sich schon, Mensch, warum macht er sowas? Ne? Da könnte man dann schon sich auch ein bisschen, ja, sagen wir, geärgert fühlen. Ne? Und für Leute, die da empfindlich sind, mhm, für die ist das dann nichts und so geil. Ja. Ist gut. Also wirklich, wirklich schönes Spiel. Gerne, Spartakus, und danke. Danke für die Warnung. So. Genau, das war es jetzt von uns. Ich habe vorher ein bisschen 20 Minuten Vorspann bekommen. Den kann man ja vorspulen. Ich mache da auch einen Timestamp rein, für Leute, die das hinterher gucken wollen. Das war jetzt eine sehr schöne Solo-Partie. Wenn irgendjemand das noch guckt und ihm irgendwelche gravierenden Fehler auffallen, die uns nicht eingefallen sind, immer in die Kommentare. Auf jeden Fall schreibt es rein. Das ist ein Spiel, das muss man jetzt so fünfmal in einer Woche gefühlt am Stück spielen oder wirklich so ein Regel-Junkie sein, der sich jede Silbe merkt. Und dann auch auf Englisch, da geht natürlich noch ein bisschen mehr durch. Also da werden sicher zwei, drei kleine Fehler drin gewesen sein, Ungenauigkeiten, entweder vielleicht mal eine Karte zu nicht abgeworfen oder so. Aber ich glaube, das war jetzt so nach der Partie vorgestern. Ist heute Montag? Nee, Dienstag. Schon Dienstag. Ich wollte wieder im Kino wegen BR, deswegen denke ich, es ist Montag. Gut, wir sind, glaube ich, deutlich regelmäßig reinkommen. Koop macht das voll Spaß. Also ich war jetzt auch mal neu drauf. Hat ja auch eine Kampagne, wo wir dann hier so, ne, wie im ersten Teil auch, da gab es so einen Comic. Oder ich weiß nicht, ob da nochmal neue Karten reinkommen oder so. Okay. Aber das ist halt so ein Graphic Novel, die Untold Stories 3, wo man dann auch so ein bisschen Kampagne spielt. Ich glaube, Karl meint irgendwie, man zieht manchmal bestimmte Karten und dann wird hier irgendwie manchmal, sagt er, keine Ahnung. Da auch eine coole Idee für Choice C-Token, go to Event 07, otherwise go to Event 07. Also kann man sich auch mal machen, gerade Leute, die jetzt nicht in so einer hohen Frequenz Spiele spielen und kaufen wie wir. Die haben da vielleicht auch Zeit für das zu machen. Wir werden das wahrscheinlich eher nicht haben, auch wenn ich sage, ich habe Bock da drauf. Die Kampagne ist auf jeden Fall auch Koop. Ich weiß nicht, aus wie vielen Missionen die besteht. Wobei, sie steht ja auch ein bisschen schon vor. Sehr cool. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich alle spielt, ob das auch so ein bisschen Choose Your Adventure ist. Epilog, okay. Das heißt, hier haben wir 6 Missionen, also maximal 6 Abende. Vielleicht sind es auch nur 3 oder so. Das läuft immer ein bisschen anders, weiß ich nicht. Aber stelle ich mir auf jeden Fall auch entspannt vor. Wie gesagt, wird bald auf Deutsch rauskommen. Hallo Spekulatius. Ja, das Spiel, das nimmt schon ein bisschen Platz auf dem Tisch weg. Mhm. Ich werde, also ich habe Nemesis das normale zweimal, einmal in Kickstart und einmal habe ich es noch als Rezension 6-mal auf Deutsch bekommen. Ich habe noch kein Video dazu gemacht, wollte ich mal machen, ein paar Live-Let's-Plays, das zählt ja auch. Ich werde mich von beiden trennen, weil ich brauche nur ein Nemesis in meiner Sammlung und das ist dann das hier. Definitiv. Daher wird es das bald zu gewinnen oder zu kaufen geben, so mach mal gucken. Machen wir dann mit einem vielleicht wieder so Bei der deutschen Version hat die Dusche leider, wurde mal vom Bier geflutet. aber kriegt man bestimmt Ersatzteile für. Und ja, dann vielen Dank fürs Zugucken. Ihr seht uns spätestens Freitag wieder in einem Nicht-Live-Video. Da machen wir, also müssen wir gucken, wie wir es jetzt Vorteil sein Hausdruck haben nicht gemacht, aber das kriegen wir schon hin. Der schüttet das so aus dem Ärmel, der kennt ja Spiele wie andere Leute. Ne? Also Karl und Ben haben den Ansatz dieser Liste einfach vollkommen falsch verstanden. Du hast einfach nicht ein bisschen scharf gegangen, wie das Ganze aussehen soll. Also macht es gut, bis bald. Ne? Und tschüss.